Meine sehr geehrten Damen und Herren, guten Abend und herzlich willkommen. Ich darf Sie im Namen von Frias Direktor von den Hoff und im Namen des gesamten Frias Direktoriums sehr herzlich begrüßen zu unserer heutigen Veranstaltung der Freiburger Horizonte. Welche Wissenschaft braucht die Gesellschaft? So lautete der Titel des Vortrags, den der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann im November 2018 im Rahmen der Freiburger Horizonte gehalten hat. Erinnern möchte ich an dieser Stelle an andere Veranstaltungen. Zum Beispiel Landesumweltministerin Walker, die zu uns gesprochen hat über die Bedeutung der Ressourceneffizienz für Klimaschutz und wirtschaftliche Resilienz. Wir haben mit dem Klimaforscher Hans von Storch diskutiert über Klimamodelle, Werkzeuge zur Projektion von Klimawandel. Wir durften begrüßen die ehemalige Richterin am Bundesverfassungsgericht, Frau Gertrude Löbe-Wolf, die sich ganz ausführlich mit der Frage direkte Demokratie, eine Prämie für Demagogen, auseinandergesetzt hat. Klimawandel, Energiewende, Mut in der Politik, künstliche Intelligenz, postmigrantische Gesellschaft. Meine Damen und Herren, es sind die großen Themen, es sind vielleicht die großen Fragen unserer Zeit, die wir hier im Frias bei den Freiburger Horizonten seit Februar 2015 mit hochkarätigen Referentinnen und Referenten und natürlich Ihnen, unserem Publikum, kontrovers diskutieren. Und heute Abend, meine Damen und Herren, geht es natürlich auch um eines von diesen großen Themen. Vielleicht geht es um das größte aller Themen, vielleicht geht es um das zentrale Thema unserer Zeit, das Ende des Kapitalismus, mit einem Fragezeichen. Ich war so frei, dieses Fragezeichen auf alle Plakate drucken zu lassen, obwohl es nicht ganz korrekt ist, denn heute Abend geht es um das Buch »Das Ende des Kapitalismus« ohne Fragezeichen. Und weiter, also der Untertitel, »Warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben wollen«. Und ich freue mich ganz außerordentlich, dass wir heute Abend die Autorin dieses Buches, Frau Ulrike Herrmann, und den Leiter des Walter-Eucken-Instituts, Herrn Professor Lars Feld, begrüßen dürfen. Ganz kurz, in der gebotenen Zeit, einige biografische Angaben. Frau Herrmann ist Wirtschaftskorrespondentin der Tageszeitung Taz. Sie ist ausgebildete Bankkauffrau, hat Geschichte und Philosophie studiert, war wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Körperstiftung und Pressesprecherin bei der Hamburger Gleichstellungssenatorin Christa Sager. Vor allem aber ist Frau Herrmann eine der bekanntesten Bestseller-Autorinnen unseres Landes. Ich möchte nur nennen, aus dem Jahr 2013, Der Sieg des Kapitals. Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung, aus dem Jahr 2016. Oder aus dem Jahr 2019, Deutschland, ein Wirtschaftsmärchen. Und heute also das neueste Buch. Professor Lars P. Feld, der Diskutant für das Streitgespräch, hat seit 2010 den Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik und Ordnungsökonomik an der Universität Freiburg inne und er ist der Direktor des Walter-Eucken-Instituts. Seine Forschungsschwerpunkte sind Wirtschaftspolitik, Finanzwissenschaft, neue politische Ökonomie und die ökonomische Analyse des Rechts. Er war bis 2021 Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, dessen Vorsitzender bis Februar 2021 und er ist seit Februar letzten Jahres der persönliche Beauftragte des Bundesministers der Finanzen für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Also hochkarätiger, meine Damen und Herren, geht es heute nicht. Was habe ich mit Ihnen vor? 90 Minuten werden wir diskutieren und ich werde mich ganz genau an diese Zeit halten, also um 20.30 Uhr beende ich die Veranstaltung und ich möchte die erste Hälfte, die ersten 45 Minuten für dieses Streitgespräch insoweit nutzen, dass Frau Herrmann zunächst die Thesen des Buches für 20, 15 Minuten vorstellt, das liegt ganz an der Frau Herrmann und danach wird Professor Feld eine erste Replik machen, danach diskutieren wir hier auf dem Podium und für mich ganz wichtig ist, dass ich Sie aktiviere, engagieren kann dafür, dass wir auch diskutieren. Dass Sie also Fragen stellen, wir haben zwei tragbare Mikrofone an Herrn Feld und an die Frau Herrmann für die Fragen, die Ihnen auf der Seele brennen, die auf dem Herzen liegen. Frau Herrmann, Sie sind unserer Einladung gefolgt aus der sehr mondänen Großstadt, der Hauptstadt Berlins, in unser pittoreskes Freiburg zu kommen. Sie wissen sicherlich, Freiburg ist die Öko-Hauptstadt Deutschlands seit 1987. Freiburg ist seit 1992 die Bundeshauptstadt für Natur- und Umweltschutz. Und wir sind seit 2012 die nachhaltigste Großstadt Deutschlands.
Freiburg ist Heimat von Spitzenforschung, Heimat der Universität Freiburg, des Walter-Eucken-Instituts, des Arnold-Bergstresser-Instituts, einer Fülle an Einrichtungen, die zum Thema Umwelt- und Klimaschutz und praktische Implementierung forschen. Und ich glaube, dass gerade vor dem Hintergrund des von Ihnen gewählten Untertitels, also das Verhältnis Wachstum und Klimaschutz, diese Stadt, dieser Ort, heute Abend hier die Aula, genau der richtige ist, um mit Ihnen zu diskutieren, vielleicht Ihre Thesen zu widerlegen. Ich bin da nicht so überzeugt, dass das uns gelingt, aber wir können es ja versuchen. Und meine Damen und Herren, bevor ich jetzt an Frau Herrmann übergebe, möchte ich den Abend unter ein vielleicht Leitmotiv, unter eine Fragestellung, ist das richtigere Wort, stellen. Und zwar in Anlehnung an den wirklich sehr guten Vortrag, den sehr nachhaltigen Vortrag von Ministerpräsident Kretschmann. Die Leitfrage, die ich stellen möchte, ist: Welches Wirtschaftssystem brauchen wir in der Zeit der Polykrise? Denn genau darum geht es. Liebe Frau Herrmann, herzlich willkommen noch einmal in unserem pittoresken Freiburg. Wir freuen uns jetzt auf Ihren ersten Vortrag. Dankeschön. Ja, vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Sie werden das an meiner Klangfarbe hören. Ich selber komme aus Hamburg. Trotzdem ist Freiburg nicht für mich ein beliebiger Ort, sondern ganz eng mit meiner eigenen Kindheit verbunden. Meine Mutter ist aus dem Schwarzwald, meine Großmutter hat dann schließlich in Freiburg gelebt und ist hier auch bestattet. Mein Onkel wohnt in Freiburg, mein Cousin arbeitet an der Universität Freiburg. Einer meiner Brüder hat in Freiburg studiert. Das heißt, Freiburg ist mir ganz vertraut. Und natürlich habe ich diesen steilen Aufstieg Freiburgs zu allen möglichen Klimaschutz-Hauptstädten nah miterlebt. Ich habe jetzt hier, das haben Sie schon gehört, 15 bis 20 Minuten und will in dieser kurzen Zeit mal meine Kernthesen vorstellen. Also das Buch heißt Das Ende des Kapitalismus, haben Sie ja schon gehört. Und um ein Missverständnis, das möglich sein könnte, sofort auszuräumen: Ich bin keine Kapitalismuskritikerin, sondern ganz im Gegenteil, ich bin fasziniert von diesem System, weil es das einzige dynamische Sozialsystem ist, das jemals in der Menschheitsgeschichte entstanden ist. Das ist das einzige System, das Wachstum und damit Wohlstand erzeugt hat. Alle anderen Menschen weltweit in der gesamten Menschheitsgeschichte haben in stagnierenden Agrargesellschaften gelebt. Und dann entsteht eben der Kapitalismus 1760 in England. Der Kapitalismus für mich ist ungefähr das Gleiche wie die Industrialisierung. Und von England hat sich der Kapitalismus dann über Europa, Nordamerika und schließlich große Teile der Welt verbreitet. Aus meiner Sicht ist der Kapitalismus ein Segen gewesen. Dazu könnte man viel sagen, aber nur eine Zahl. Im Augenblick liegt die Lebenserwartung, das wissen Sie, bei über 80 Jahren. Im 18. Jahrhundert, also vor der Industrialisierung, lag sie nur bei im Durchschnitt 35 Jahren, was auch ganz wesentlich daran lag, dass 40% aller Neugeborenen das erste Lebensjahr gar nicht vollendet haben, weil sie vorher schon an den Infektionskrankheiten gestorben sind, die wir heute nur noch aus dem Lexikon kennen, also Diphtherie, Typhus, Tuberkulose und so weiter. Das ist ein Geschenk, dass wir so viel älter werden, und das kann man, glaube ich, nicht kleinreden. Der Kapitalismus hat aber einen entscheidenden Nachteil, obwohl er so viele positive Seiten hatte. Er erzeugt nicht nur Wachstum, sondern er benötigt auch Wachstum, um stabil zu sein. Und das ist jetzt eine Banalität, das wissen Sie selbst. Man kann in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen. Es geht nicht. Deutschland tut im Augenblick so, als könnte es drei Planeten verbrauchen. Aber das wissen Sie auch, es gibt nur eine Erde. Andere Länder sind noch schlimmer. Also die USA ist bei 5 Planeten. Und Katar, da wo die Fußball-Weltmeisterschaft war, ist schon bei 32 Planeten. Das ist aber kein Konzept für die Zukunft, das ist offensichtlich. Und der Kapitalismus, das Wachstum, gerät an zwei absolute Grenzen, nämlich an die Umweltgrenze und an die Rohstoffgrenze. Über die Rohstoffe werde ich heute gar nichts sagen, aber das wissen Sie auch, dass inzwischen selbst solche Banalitäten wie Bausand schon knapp werden.
Und die Umweltkrise ist sowieso offensichtlich. Die Klimakrise ist ja nur eines von vielen Problemen. So, ich glaube, die meisten Leute haben auch schon verstanden, dass ewiges Wachstum nicht möglich ist. Und jetzt ist ja halt die Frage, was tun? Das populärste Konzept ist zu sagen, okay, der Kapitalismus braucht Wachstum, um stabil zu sein, um nicht in schwere Krisen zu geraten, um nicht Millionen von Arbeitslosen zu erzeugen, dann machen wir eben grünes Wachstum. Grünes Wachstum ist die Idee, auf technische Lösungen zu setzen, und Sie alle kennen das Symbol, das ist das E-Auto. Nicht? Das E-Auto ist die Idee, es bleibt alles, wie es ist. Die Straßen, die Parkplätze, die Tiefgaragen und ganz wichtig die deutsche Automobilindustrie. Und das Einzige, was sich ändern soll, ist der Motor. Nicht? Bisher benutzt man Diesel und Benzin, und künftig soll man eben eine Batterie haben und dann Strom tanken. Aber die Idee ist, Klimaschutz ist mit Technik zu lösen. Diese Idee wird in Deutschland von allen Parteien vertreten, aber auch weltweit. Internationaler Währungsfonds, Weltbank, Weltklimarat, Bundesbank, EZB, die Europäische Union, alle vertreten dieses Modell grünes Wachstum. Natürlich wäre das charmant, wenn man auf Technik setzt, aber aus meiner Sicht wird das nicht funktionieren, ganz einfach, weil die Ökoenergie nicht reichen wird, um diesen riesigen Kapitalismus, den wir ja schon haben, plus Wachstum zu befeuern. Auf den ersten Blick ist es eine extrem erstaunliche Aussage zu sagen, dass die Ökoenergie nicht reichen wird, denn man muss sich klar machen, dass die Sonne 5000-mal so viel Energie auf die Erde schickt, wie alle Menschen brauchen würden, wenn alle so leben würden wie wir im Westen. Nur das Problem ist eben, das nutzt ja nichts, wenn draußen die Luft warm ist. Diese enorme Menge an Sonnenenergie muss ja eingefangen werden, und dafür gibt es im Kern nur zwei Technologien, die Sie auch alle kennen, nämlich die Solarpaneele und die Windräder. Das bedeutet, das ist, glaube ich, jetzt noch nicht jedem in Deutschland klar, dass man nur Strom und sonst nichts kann man klimaneutral herstellen. Das wiederum bedeutet, dass man die gesamte Wirtschaft, alles, auf Strom umstellen muss. Es reicht nicht, ein gängiges Missverständnis in der jetzigen Debatte, es reicht nicht, nur den Strom, den wir schon benutzen, beispielsweise um diese Lampen da anzuzünden, es reicht nicht, einfach nur den Strom klimaneutral herzustellen, sondern man muss alles klimaneutral mit Strom betreiben, also auch die Industrie, den Verkehr und die Heizung. Wenn einem das klar ist, dann sind die Zahlen erschütternd. Die Zahlen sind jetzt von 2021. Da war es so, dass die Windkraft 4,6% des deutschen Endenergieverbrauches abgedeckt hat und die Solarenergie war bei 2,5%. Um es etwas vereinfacht, also zusammenzufassen, wir müssen noch über 90% unserer gesamten Wirtschaft auf Ökostrom umstellen. Und wenn man das weiß, dann ist eins ganz klar, das ist eine richtig große Herausforderung. Das funktioniert nicht von selbst, das funktioniert auch nicht von allein, das funktioniert auf keinen Fall so, wie man es im Augenblick betreibt, nämlich nach dem Motto, dafür ist Robert Habeck alleine zuständig, nicht? Das wird nichts. Da muss sich die gesamte Gesellschaft anstrengen, das wird auch teuer, nicht billig. Ich sage nicht, dass man das nicht machen kann, denn man kann ja, oder dass es dazu eine Alternative gäbe, man kann ja die Welt nicht aufheizen, bis man nicht mehr auf ihr leben kann, aber das wird schon mal eine Herausforderung, Deutschland mit dem Ökostrom zu versorgen. So, dann gibt es ein nächstes Problem, das kennen Sie auch alle, der Wind weht nicht immer, die Sonne scheint nicht immer, das heißt, man muss sehr große Mengen an Strom zwischenspeichern, um dann im Falle der Flaute oder der Dunkelheit vorzusorgen. Da gibt es auch nur zwei Technologien, das eine sind Batterien und das andere ist perspektivisch grüner Wasserstoff. Beides ist nicht billig, sondern eigentlich teuer. Und dann gibt es noch ein drittes Problem, das immer nur am Rande auftaucht. Deutschland wird nicht autark sein. Wir haben nicht genug Flächen, um genug Ökostrom herzustellen. Das heißt, 40% werden wir importieren müssen. Man könnte darüber lange reden. Ich mache es kurz. Man kann
den Strom nicht über Hochspannungsleitungen importieren, das wäre viel zu teuer. Man kann ihn auch nicht als grünen Wasserstoff importieren. Das heißt, man muss ihn irgendwie umwandeln in Ammoniak oder in synthetische Kraftstoffe. Und wenn man das macht, dazu gibt es neue Studien, dann stellt sich raus, dass das bis zu 40 Mal so teuer ist wie die fossilen Varianten. Wenn man feststellt, dass Energie teuer wird, ist das für den Kapitalismus Alarmstufe Rot. Das ist vielleicht jetzt auf den ersten Blick nicht so klar, warum ausgerechnet die Energiefrage die zentrale Frage im Kapitalismus ist. Und deswegen nochmal eine Definition des Kapitalismus. Bisher habe ich ihn ja nur historisch hergeleitet, nämlich als ein System, die Industrialisierung, die 1760 in England eingesetzt hat. Aber wenn man Kapitalismus analytisch betrachtet, dann ist das folgendes System. Man nimmt Kredite auf, um in Maschinen zu investieren, um damit Waren und Dienstleistungen herzustellen, die man mit Gewinn verkaufen kann. Diese Definition wirkt wahnsinnig banal, aber sie hat es wirklich in sich, denn es ist ja völlig klar, dass der Kern dieses Systems sind die Maschinen, ist die Technik, und Sie alle wissen, dass diese Maschinen nur laufen, wenn es Energie gibt. Ohne Energie ist das alles totes Kapital. Das heißt, der Kapitalismus und der Verbrauch oder von Energieträgern ist genau das Gleiche. Ohne Energie gibt es keinen Kapitalismus. Was sich daran auch zeigt, dass jetzt am Rande, obwohl ich eigentlich gar nicht viel Zeit habe, aber das ist mir wichtig, was sich auch daran zeigt, ist, dass die Klimakrise nicht nur dadurch entstanden ist, weil aus Versehen irgendjemand vergessen hat, Umweltschutz zu betreiben, sondern die Klimakrise ist eine Systemkrise. Sie zielt in den Kern des Kapitalismus. Denn das ist ja ganz klar, wenn man das Gesamtsystem über Energie betreibt, und bisher haben wir immer fossile Energie, also Gas, Öl, Kohle, benutzt, die nebenher leider Unmengen an CO2 emittiert haben, dann sieht man ja sofort, dass die Klimakrise unmittelbare Folge des Kapitalismus ist. Und wenn man jetzt sagt, und das ist meine These, dass der Ökostrom nicht reichen wird, um die gewaltigen Mengen an fossilen Energieträgern zu ersetzen, die wir im Augenblick benutzen, dann ist eben klar, das ist das Ende des Kapitalismus, weil es nicht auf grünes Wachstum rausläuft, sondern auf grünes Schrumpfen. Dann ist natürlich die Frage, ja okay, wie stark muss man schrumpfen? Also die gute Nachricht ist, Sie müssen nicht zurück in die Steinzeit, sondern wenn man jetzt ganz hart rechnet, und das wäre der Worst Case, und sagt, okay, vielleicht müssen wir auf 50% unserer Wirtschaftsleistung verzichten, damit die Ökoenergie reicht, dann wären wir immer noch so reich wie Westdeutschland 1978. Also man kann ja hier sehen, ja, einige lachen schon, das sind die, die auch 1978 schon miterlebt haben. Also die, die 1978 dabei waren, werden mir zustimmen. Wir waren damals genauso glücklich wie heute. Oder gibt es da Widerspruch bei allen, die so grauhaarig sind? Nee. Es gibt allerdings Gruppen, die schreien dann rein, nee, damals waren wir noch glücklicher, weil wir jünger waren. Da nicken alle, die sich daran erinnern. Für die gibt es ja auch, die 1978 nicht dabei waren. Das war das Jahr, in dem der erste Teil von Star Wars in die Kinos kam. Und das war auch ein Jahr, in dem Argentinien Fußball-Weltmeister wurde. Also Sie sehen, top aktuell dieses Jahr. Und irgendwie hat das Leben sich auch nicht anders angefühlt als heute. Also es gab keine Erdbeeren im Winter und man konnte auch nicht für 2 Tage nach Mallorca jetten, um da den Betriebsausflug zu verbringen. Dafür ist man aber 3 Wochen nach Italien an den Strand gefahren, mit dem Auto. Das wäre natürlich künftig mit der Bahn. Aber wenn man die Leute fragt, was ist besser, 2 Tage Mallorca oder 3 Wochen Italien, dann sagen viele, ach, das war eigentlich gar nicht so schlimm mit Italien. Könnten wir uns wieder vorstellen. Also warum ich das so ein bisschen ausbaue, ist, dass klar wird, dass das Ziel, eine ökologische Kreislaufwirtschaft, wo man nur verbraucht, was man recyceln kann und wo die Ökoenergie reicht, um das Gesamtsystem zu befeuern,
dieses Ziel wäre nicht schlimm. Da könnte man bequem leben, es würde sich gar nicht so viel anders anfühlen als heute, sondern das Problem taucht an einer Stelle auf, die überhaupt nie diskutiert wird, nämlich wie kommt man da eigentlich hin? Nicht? Hier haben wir den sehr großen Kapitalismus, der auch wachsen muss, um stabil zu sein. Und hier haben wir die ökologische Kreislaufwirtschaft, die kleiner ist. Und wie soll man da jetzt hinkommen, ohne unterwegs eine schwere Wirtschaftskrise zu produzieren mit Millionen von Arbeitslosen, die alle verzweifelt sind, Angst um ihr Einkommen, um ihre Zukunft, um ihre Perspektiven haben. Also wohin das führt, das wissen Deutsche ja. Das hatte man ja 1929 bei der Weltwirtschaftskrise schon einmal. Und 1933 war Hitler an der Macht. Das heißt, das kann man nicht dem Zufall überlassen, dieses grüne Schrumpfen. Das muss man staatlich planen. Und weil ich, also darüber könnte ich noch ganz viel sagen, aber jetzt rede ich ja schon eine Viertelstunde. Das heißt, ich springe jetzt sofort zu meiner Lösung. Ja, wie kriegt man dieses grüne Schrumpfen hin? Das, wie gesagt, das ist nichts, was im Augenblick diskutiert wird. Es gibt auf der einen Seite das sehr große Lager von derer, die sagen, ja, grünes Wachstum ist möglich. Und dann gibt es die Wachstumskritiker, heißt auch Postwachstumsökonomie oder Degrowth-Bewegung, die sagen, nee, das wird nichts mit dem Wachstum, da haben Sie ja auch recht. Aber aus meiner Sicht macht diese Bewegung den Fehler, dass sie die Vision, nämlich die ökologische Kreislaufwirtschaft, auch gleichzeitig schon für den Weg hält. Und das geht aus meiner Sicht nicht. Man muss sich um diese ganzen Arbeitslosen kümmern, die da entstehen werden, wenn man anfängt, ganze Branchen zu schließen. Vielleicht doch noch einen Satz, was in einer ökologischen Kreislaufwirtschaft keine Zukunft hat. Das ist jetzt keine vollständige Liste, aber nur mal so als Ahnung. Was nicht geht, ist Fliegen. Weder Kurzstrecke noch Langstrecke, weil das Ökokerosin technisch möglich ist, aber viel zu viel Energie kostet. Und zwar aus physikalischen Gründen, nicht aus technischen Gründen. Das heißt, daran wird sich auch nichts ändern. Ähnliches Problem Autos hatten wir ja schon. E-Autos gibt es. Aber auch die verschwenden zu viel Energie, weil das System Auto an und für sich zu viel Energie verbraucht. Denn das ist ja das Konzept, dass man bis zu 2 Tonnen Material bewegt, um im Durchschnitt 1,3 Insassen zu befördern. Dafür, für diese Art Verschwendung namens Auto, wird man nicht genug Ökoenergie haben. Entstehen aber sofort Fragen. Nicht? Also bei der Flugzeugindustrie, nur als eine Zahl, arbeiten im Augenblick 850.000 Menschen direkt oder indirekt. Und in der Automobilindustrie sind es in Deutschland sogar 1,75 Millionen Menschen. Man kann die Frage auch anders stellen, hier top aktuell, was soll aus Baden-Württemberg werden? Sie wissen, Sie sind jetzt das reichste Bundesland, aber gleichzeitig ist es so, dass Sie eben sehr stark vom Auto leben. Und das kann man ja nicht dem Zufall überlassen. Man kann nicht den Leuten sagen, wisst ihr was, das Auto gibt es nicht mehr, aber es ist uns völlig egal, was aus euch jetzt wird. In 20 Jahren haben wir die ökologische Kreislaufwirtschaft. Denn die Leute haben ja Kinder, wollen für die Ausbildung sparen, haben Häuser gebaut, müssen Hypotheken bedienen, wollen für die Rente sparen und so weiter. Das heißt, das muss man staatlich planen, diesen Übergang in die Kreislaufwirtschaft, dieses grüne Schrumpfen. Und mein Vorschlag wäre eben, dass man es so macht, wie die Briten in ihrer Kriegswirtschaft ab 1939. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, dass ich mit der britischen Kriegswirtschaft komme. Aber wenn man in das Jahr 1939 zurückkehrt, dann versteht man das sofort. Die Briten haben den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich kommen sehen. Als der dann am 1. September 1939 ausbrach, war klar, dass man zu wenig Waffen hatte, um sich gegen Hitler zu verteidigen. Und in dieser Notsituation blieb überhaupt nur noch eine Lösung, die dann auch sofort ergriffen wurde. Da hat man nicht Jahrzehnte diskutiert. Die Friedenswirtschaft wurde geschrumpft, um in den Fabriken die ganzen Kapazitäten freizuräumen für das Militärgerät, das man brauchte, also Radargeräte, U-Boote, Panzer, Flugzeuge und so weiter. Dieser Militärteil ist für uns natürlich heute nicht interessant, aber interessant ist eben dieses Schrumpfen einer kapitalistischen Wirtschaft, der Friedenswirtschaft, ohne dass Chaos ausgebrochen ist, ohne dass Millionen arbeitslos waren. Und das Interessante ist eben, dass die Briten damals eine völlig neue Wirtschaftsordnung erfunden haben. Man könnte das eine demokratische, private Planwirtschaft nennen.
also ein System, das völlig anders funktioniert hat als der Sozialismus, der zeitgleich unter Stalin in der Sowjetunion praktiziert wurde. Bei den Briten wurde nichts verstaatlicht, es blieb alles privat. Aber also die Eigentümer, Manager konnten in ihren Fabriken machen, was sie wollten. Aber der Staat hat eben vorgegeben, was noch hergestellt wird. Und diese knappen Güter wurden dann gerecht verteilt. Arm und Reich bekamen das Gleiche. Das heißt, es wurde rationiert. Jetzt wirkt es auf den ersten Blick vielleicht sehr seltsam zu sagen, dass unsere Zukunft auch diese Kombination von staatlicher Planung und Rationierung sein wird. Aber man muss sich klar machen, dass die Klimakrise selbst schon dafür sorgen wird, dass die Rationierung kommt und auch immer weitere Kreise ziehen wird. Es ist jetzt schon klar, welches Gut in Deutschland als erstes rationiert werden wird. Das ist Wasser. Hier im Schwarzwald regnet es ja noch relativ viel, aber der Osten Deutschlands ist ja extrem trocken. Und da haben schon die ersten Landkreise angefangen, Wasser zu rationieren. Es ist auch jetzt vor ungefähr 3 Wochen von der Bundesregierung eine nationale Wasserstrategie verabschiedet worden, weil ja völlig klar ist, dass sich die Dürreperioden, die Hitzewellen, das wird sich ja alles häufen. Sie haben ja hier auch schon erlebt, dass in der Dreisam gar kein Wasser mehr war. So, und wenn die Hitzeperioden immer häufiger da sind, die Verdunstung ist hoch, es regnet nicht, das Grundwasser ist dann auch verschwunden, dann stellt sich natürlich die Frage, wer kriegt jetzt dieses Wasser? Und das Interessante ist, dass wenn ein existenzielles Gut knapp wird, dann interessiert sich niemand mehr für den Staat, für den Markt. Es interessiert sich niemand mehr für Preise, auch interessiert sich niemand mehr fürs freie Unternehmertum, sondern alle stehen direkt beim Staat und wollen, dass der jetzt regelt, wer das knappe Gut kriegt, also die Landwirtschaft, die Industrie, die Haushalte. Und der Staat entscheidet dann auch und teilt physische Mengen zu, also Liter. Da geht es dann auch gar nicht mehr um Preise. So, und um es kurz zu machen, wir haben aus meiner Sicht nicht die Wahl, einfach zu sagen, ja, es ist alles so schön im Kapitalismus, wir machen jetzt mal weiter, sondern unsere faktische Wahl ist nur folgende. Entweder wir sagen, uns ist das alles zu anstrengend, jetzt aus dem Wachstum auszusteigen, das ist doch eigentlich schön, wie es ist, dann wird sich aber die Klimakrise derartig verschärfen, dass das Chaos, das dann ausbricht, auch dazu führt, dass der Kapitalismus untergeht und dass man in eine Kriegswirtschaft wechseln muss, um das Umweltchaos noch zu bändigen. Oder aber man ist so schlau, nicht? Das ist ja das, wofür ich Werbung mache, zu sagen, okay, wir müssen eigentlich, um das Schlimmste in der Klimakrise zu verhindern, müssen wir eigentlich sofort raus aus dem Wachstum, rein ins Grüne schrumpfen. Dazu braucht man eine Kriegswirtschaft mit Rationierung und staatlicher Planung. Nach dem Motto, wenn das sowieso klar ist, dass durch die Klimakrise irgendwann eine Kriegswirtschaft kommt, dann wäre es ja schlau, sie jetzt schon einzusetzen, damit man geordnet, friedlich, ohne Chaos und vor allen Dingen rechtzeitig noch aus dem Kapitalismus und aus dem wirklich schädlichen Wachstum aussteigen kann. So, das wäre jetzt erstmal mein Vortrag. Es gibt keinen pfiffigen Abschluss, außer das klingt jetzt vielleicht alles erschreckend, nicht? Wenn man Kriegswirtschaft hört und dann auch noch britische Kriegswirtschaft, dann denkt man, dass man auch wieder so arm sein wird wie 1939. Aber so schlimm wäre es gar nicht, nicht. Sie wären so reich wie 1978. Das gesamte Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit könnten Sie einkassieren. Okay, vielen Dank erstmal. Wenn Sie nichts ausmacht als Diskutant, bleibe ich gerne hier sitzen, denn ich glaube, es ist fruchtbar und das haben wir vorher noch so besprochen, wenn wir relativ schnell ins Gespräch kommen und ich jetzt nicht ein langes Co-Referat halte.
Also Sie haben das ja jetzt im Duktus von Frau Herrmann gehört. Das Buch ist Starker Tobak. Ja? Und das von der Autorin, die auch mal geschrieben hat, kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Aber das Problem geht eigentlich los mit diesem Wort Kapitalismus. Sie haben das sehr schön beschrieben in der Umwandlung von Finanzkapital über Realkapital, also Maschinen, die Energie verbrauchen, hin zu Gütern und Dienstleistungen. Ich rede eigentlich nie so gerne über Kapitalismus. Ich rede lieber über Marktwirtschaft und lieber noch über soziale Marktwirtschaft. Und die Frage, wie schaffe ich das eigentlich, mit einem solchen Austauschsystem zu besseren Lösungen zu kommen? Bisher haben wir alle schwierigen Krisen mit diesem System ziemlich gut überwunden. Das hat nicht einfach nur mit Wachstum zu tun, sondern es hat auch damit zu tun, dass wir mit den Restriktionen, die jeweils aufgetreten sind, sehr flexibel umgehen konnten. Das schafft ein planwirtschaftliches System nicht. Die Kriegswirtschaft Großbritanniens ist ja ein interessantes Beispiel, aber ohne die große Marktwirtschaft der USA hätten es die Briten nicht geschafft. Ne? Und die haben auch noch Stalin mit unterstützt. Also die bösen Amerikaner in diesem System, die ja sehr marktwirtschaftlich agiert haben, ihre Wirtschaft auch umgestellt haben, aber nicht in der planerischen Weise, wie sie das für Großbritannien beschreiben, sondern mit gewissen Regulierungen und Vorgaben, denen man sich ausrichten musste, aber mit einer Mobilisierung des privaten Kapitals, das in den USA eben auch in viel stärkerem Maße vorhanden war. Und mit den Mitteln, die dabei zur Verfügung standen, war es dann möglich, Kredite zu gewähren, den Briten Kredite zu gewähren, um Waffen zu kaufen, um Waffen in den USA zu kaufen unter anderem und Stalin Kredite zu gewähren, damit er Waffen kaufen kann oder Waffen herstellen kann, also Rohstoffe kaufen kann. Das war eine Situation, die sehr deutlich zeigt, wie stark marktwirtschaftlich, also nicht einmal sozial marktwirtschaftlich, sondern nur marktwirtschaftlich ausgerichteten Vereinigten Staaten es vermocht haben, die Kriegswirtschaften in Europa zu übertrumpfen. Das ist sozusagen der zweite Punkt, dass diese Beispiele natürlich immer auch ein bisschen hinken. Mein dritter Kommentar ist, ich finde auch im Vortrag, aber auch im Buch, dass immer wieder Widersprüche in ihrer Argumentation auftreten. Es ist schon schön, wie Sie das machen, also darlegen, was es bisher an Fehlprognosen gegeben hat, auch an ökologischen Fehlprognosen. Wenn wir den Club of Rome beispielsweise nehmen und sich anschauen, in welchem Jahr welche Ressourcen wann verbraucht sein sollten, was über technischen Fortschritt dann noch einmal anders gelöst worden ist. Das erkennen Sie ja alles an, aber im Grunde sagen Sie, es ist völlig klar, wo das hinlaufen muss. Und weil das zu einer Kriegswirtschaft hinlaufen muss, müssen wir die heute schon einführen. Ein Widerspruch ist, warum lässt sich das in der Kreislaufwirtschaft nicht auch größer organisieren? Die Frage des Übergangs bleibt dann immer noch. Und dann kann man sich fragen, lösen wir das mit marktwirtschaftlichen Instrumenten oder mit den von Ihnen vorgeschlagenen planwirtschaftlichen Instrumenten? Aber dass man das in dieser Schrumpfung realisieren muss, ist mir nicht so ganz klar. Die britische Wirtschaft hat ja mit der Umstellung auf die Kriegswirtschaft durchaus auch mehr produziert. Also einfach zu sagen, jetzt die Kriegswirtschaft lassen wir mal außen vor, die interessiert uns jetzt nicht. Fußnote, die sollte uns in Zeiten des Ukraine-Krieges und des Ost-West-Gegensatzes, den wir wieder haben, sehr wohl interessieren, ne? Diese Kriegswirtschaft. Aber das ist nur die Fußnote dazu, ein anderes Schlachtfeld sozusagen. Aber es ist von der Produktion her natürlich nicht wegzudenken im Bruttoinlandsprodukt, was ich an kriegswirtschaftlichen Output habe. Das zählt genauso dazu, den können Sie nicht einfach weglassen, nur den Schrumpfungsteil nehmen in Ihrer Struktur, die Sie gerne haben wollen. Ein erster Widerspruch. Ein zweiter Widerspruch, der meines Erachtens auftritt, ist, dass wir doch, Sie formulieren das schön, im Grunde an natürlicher Energie auf absehbarer Zeit keine Knappheit haben. Sie ist da. Die Sonne produziert sie. Sie produziert sehr, sehr viel. Das Problem ist, dass wir ungenügende Speicherkapazitäten haben, dass manche Technologien noch nicht da sind. Dass man also im Grunde auf etwas Unbekanntes setzen müsste, wenn man Wachstumsidee weiter verfolgt. Wachstum ist ja heutzutage nicht einfach nur ein Mehr an irgendwelchen Produkten, sondern es ist vor allen Dingen auch qualitatives Wachstum.
Ein Wachstum, das an verschiedenen Stellen weniger Ressourcen verbraucht. Ein Wachstum, das insgesamt auch etwas stärker entkoppelt ist vom Ressourcenverbrauch im Vergleich zu früheren Jahrzehnten. Wachstum entsteht vor allen Dingen durch Wissensteilung, also durch diesen technischen Fortschritt, den wir über Innovation erreichen können. Und das fehlt mir in der Gleichung doch sehr, ja, zu vernachlässigen, dass einerseits diese Energie zwar da ist, aber aufgrund der Probleme, damit umzugehen, aus heutiger technischer Sicht, wir vielleicht nicht weit genug kommen. Das ist die Befürchtung, die ich daraus höre. Aber sie ist nicht logisch zu Ende gedacht, denn die Frage wäre doch, wie nutzen wir das besser? Wie schaffen wir es, bessere Speichertechnologien zu finden? Was können wir im Hinblick auf die Kreislaufwirtschaft erreichen, um beispielsweise CO2 aus der Atmosphäre abzuscheiden und zu nutzen? Auch für heute noch nicht wettbewerbsfähige synthetische Kraftstoffe. Die Technologien sind da, sie sind nicht ausgereift und sie sind auch noch nicht wettbewerbsfähig einsetzbar, aber man kann sie nutzen. Also auch da fehlt mir so ein bisschen was an weiteren Perspektiven. Der letzte Punkt, der damit irgendwo zusammenhängt, den ich jetzt in meinem Kommentar kurz machen möchte. Sie haben häufig die Formulierung, es ist klar. Ich versuche das immer zu vermeiden. Ja? Die Wörter wie nie und immer und klar, und also, als wenn das alles so vollständig wäre. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich bin ich da so durch meine wissenschaftliche Ausbildung geprägt. Das größte Lob meines akademischen Lehrers war, das ist alles ganz ordentlich. Mehr kriegt man nicht, ja, als Lob. Und ich hätte da nie sagen dürfen, das ist doch eindeutig. Es gibt nichts Eindeutiges, außer die mathematischen Berechnungen. Alles andere ist uneindeutig. Und von daher wäre ich sehr, sehr vorsichtig bei den Lösungen und den Tendenzen, die Sie so als eindeutig klassifizieren, alles zu unterschreiben. Es ist vorgeprägt, dass dann, wenn wir nichts tun, die Klimakrise mit aller Härte zuschlagen wird. Ich glaube, das kann man sagen. Und das muss man auch im Hinblick auf die Arbeits... Ja, ich habe ein Wenn dazugefügt. Ja? Also die eine Frage ist, um das vielleicht nochmal deutlicher zu machen, was ist eine deterministische Entwicklung und was hängt ab von den Bedingungen, die wir als Rahmenbedingungen setzen können? Und wenn ich im Sinne von Rahmenbedingungen sagen kann, wenn ich das und das verändere, dann tritt das und das nicht ein, dann ist dieser Determinismus gebrochen. Und dann ist es alles andere als klar, sondern es hängt eben von diesen Rahmenbedingungen ab, die wir setzen können. Und ich glaube, dass wir da sehr, sehr viel tun können. Danke. Ja, zunächst einmal vielen Dank. Vielen Dank, Frau Herrmann, vielen Dank, Herr Feld, für diesen ersten Teil, den wir jetzt absolviert haben, und ich möchte Ihnen gerne, Frau Herrmann, sofort die Möglichkeit zur Replik geben. Ich denke, manches, was Herr Feld gesagt hat, kritisieren Sie wahrscheinlich jetzt auch wieder und sehen das etwas anders, ob es klar ist oder nicht zum Beispiel. Ja, also vielen Dank. Also das ist ja, also das ist ja eigentlich eine Ehre, nicht, ein Streitgespräch machen zu können. Vielleicht als allererstes, um das einfach das Missverständnis auszuräumen. Also es stimmt, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt, kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Aber das ist ein ironischer Titel. Und das soll man natürlich nie machen, nicht? Aber trotzdem. Aber es ging, der Untertitel macht klar, worum es geht, nämlich die Krise der heutigen Ökonomie und was wir von Adam Smith, Karl Marx und John Maynard Keynes lernen können. Das war also ein Buch über die Geschichte der Wirtschaftstheorie. Es ging nicht um den realen Kapitalismus, sondern darüber, wie die Ökonomen das beschrieben haben. Und der Titel bezog sich darauf, dass aus meiner Sicht die Neoklassik, und Herr Feld ist ein Vertreter dieser Neoklassik, Sie kennen das eher als Laien, als neoliberal, dass diese Neoklassik den Kapitalismus überhaupt nicht beschreiben kann, weil sie, das hat Herr Feld auch schon selber erzählt, lieber von der Marktwirtschaft reden und vor allen Dingen sich um Tauschprozesse kümmern. So, das ist auf den ersten Blick vielleicht harmlos zu sagen, wir machen vor allen Dingen Märkte, wir machen vor allen Dingen Preismechanismen und den Tausch von Vermögenswerten.
Aber dahinter stehen eben enorme Annahmen, die dann dazu führen, aus meiner Sicht, dass man den Kapitalismus nicht richtig beschreiben kann. Aber ich glaube, dass wir diese Theoriedebatte etwas weglassen, nur dass Sie nicht denken, ich hätte mich jetzt mit meinem Buch irgendwie widersprochen und etwas ganz anderes behauptet, als was ich 2016 geschrieben habe, sondern es ist so, es gibt von mir ein Buch, das ist schon 2013 erschienen, das heißt Der Sieg des Kapitals. Da ging es um die Geschichte des Kapitalismus. Und da gibt es Kapitel 20, das heißt Das Ende des Kapitals. Und da steht praktisch in kurz das Gleiche drin wie jetzt in lang, in dem jüngsten Buch. Jetzt aber vielleicht mal zu den eigentlichen inhaltlichen Debatten. Also der erste Punkt von Herrn Feld war, dass auch die britische Kriegswirtschaft doch eigentlich gewachsen sei, wenn man auch den Kriegsteil mitbedenkt. Das stimmt. Also die britische Kriegswirtschaft ist von 1939 bis 1945 insgesamt um 27% gewachsen. Und natürlich haben die Briten den Kapitalismus auch nie verlassen, sondern kaum war der Krieg zu Ende, ging es weiter mit Wachstum, Wohlstand und so weiter. Ich sage ja auch nicht, dass wir die Briten kopieren sollen, sondern das ist aus meiner Sicht eine interessante Analogie, wo man sich schon mal ein bisschen dran orientieren kann. Natürlich müssen wir unsere Zukunft selber gestalten. Wir können ja nicht die Geschichte einfach wiederholen. Aber das Interessante ist eben, obwohl die britische Kriegswirtschaft um 27% gewachsen ist, musste die zivile Wirtschaft letztlich sehr stark schrumpfen, weil 50% der britischen Wirtschaftsleistung eben in den Krieg geflossen sind. So, und deswegen finde ich dieses Schrumpfen trotzdem einfach mal interessant, sich anzugucken, wie das funktioniert, diese Kombination von staatlicher Planung und Rationierung. Aber ich sage ja nicht, dass wir hier Großbritannien Nummer 2 werden sollen. Dann war der nächste Punkt von Herrn Feld, dass die Briten den Zweiten Weltkrieg ja nie gewonnen hätten, wenn die USA sie nicht unterstützt hätten durch dieses Land-Lease-Programm. Das stimmt absolut. Mein Punkt ist nicht, ich will nicht beschreiben, wieso die Briten den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben oder auch nicht, sondern ich will ja nur beschreiben, wie das ökonomisch funktioniert hat, die Friedenswirtschaft zu schrumpfen. Der Punkt, der dahinter steht bei Herrn Feld, ist zu sagen, die Briten waren nicht autark. Das stimmt absolut. Die wurden ja nicht nur von den USA unterstützt, sondern auch noch von ihrem British Empire, also von den Kolonien. Der Punkt ist aber, und dann natürlich noch dem ganzen Commonwealth, also Australien und so weiter, nur auch darum geht es mir nicht. Also auch Deutschland wird, wenn es jetzt klimaneutral produziert, nicht autark sein. Das hatte ich ja schon erklärt. Wir werden einen großen Teil der Energie weiterhin importieren und wir werden auch immer noch exportieren. Wie gesagt, es geht nur darum, mal per Analogie sich klarzumachen, wie Schrumpfen funktionieren könnte. Dann so viel vielleicht zu dem Thema, wie war das in der Geschichte? Ein weiterer wichtiger Punkt bei Herrn Feld war zu sagen, Prognosen in der Vergangenheit waren ja schon oft falsch. Das habe ich in meinem Buch auch dargestellt, was man sich schon alles so vorgestellt hat in der Vergangenheit. Und dann ist es natürlich, wenn man das klar hat, wie falsch viele Prognosen waren, ist das natürlich auf den ersten Blick echt gewagt, wenn ich jetzt komme und sage, wir haben keine Chance mehr, wir müssen raus aus dem Wachstum und zwar jetzt. Aber der entscheidende Unterschied, und das ist vielleicht auch noch nicht allen klar, zwischen damals und heute ist, wenn man über Klimaneutralität spricht, redet man überhaupt nicht mehr über die Zukunft, sondern man redet über die Gegenwart. Denn das haben Sie ja schon gehört, das ist auch das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung. Wir müssen bis 2045 klimaneutral sein. Das ist in 22 Jahren, das kann ja jeder selber ausrechnen. Und nun ist es einfach so, dass technisch gesehen es vollkommen ausgeschlossen ist, das kann man so deutlich sagen, dass in den nächsten 22 Jahren noch irgendeine Wundertechnik vom Himmel fällt, mit der wir dann klimaneutral werden können, weil es einfach so ist, dass die technischen Zyklen zwischen einer Erfindung und der Marktreife und der Marktdurchdringung sehr, sehr, sehr viel länger dauern als 22 Jahre. Also ein sehr schönes Beispiel, auch weil das jeder kennt und weil es für unsere eigene Welt so wichtig ist, ist der Computer. Der Computer wurde 1945, also am Ende des Zweiten Weltkriegs, erfunden. Und erst jetzt kann man davon reden, dass wir in einer digitalen Gesellschaft leben würden, also mehr als 75 Jahre später.
Und selbst heute ist es nicht so, dass jetzt überall schon ein Computer stehen würde. Das haben wir ja in der Corona-Krise erlebt, dass die Gesundheitsämter angefangen haben, ihre Daten rumzufaxen, weil sie noch gar keinen Computer hatten. Das heißt, Sie sehen, dass selbst so eine sehr, sehr wichtige Technologie Jahrzehnte braucht, um alles zu durchdringen. Und es gab niemals eine Situation, wo irgendjemand gesagt hätte, ach Computer, total unwichtig, das erforschen wir nicht. Sondern weltweit sind Billionen von Dollar in die Forschung gegangen, um Computer weiterzuentwickeln. Und trotzdem hat es eben fast 80 Jahre gedauert, bis das eine digitalisierte Gesellschaft wurde. Und wenn man klimaneutral werden will, ist das ein ähnlicher, ist das noch, oder eigentlich müsste man sagen, noch eine größere Umwälzung als die Einführung des Computers, weil das ist ja eine Systemtechnologie, nicht? Alles muss umgestellt werden. Und wenn wir das schaffen wollen bis 2045, dann ist ganz klar, das müssen wir mit der Technologie machen, die wir jetzt haben. Und mit dieser Technologie, das kann man eindeutig sagen, wird das aber nichts mit dem grünen Wachstum, sondern das läuft auf grüne Schrumpfen raus. Also zum Beispiel das, was Herr Feld angerissen hat, dass man doch aus CO2 aus der Atmosphäre wieder rausfischen könnte. Da gibt es erste, man könnte sagen, Feldversuche. Und das ist, was lache, Entschuldigung, das war jetzt ungewollt. Ich glaube Ihnen nicht, Frau Herrmann. Als hier alle anfingen zu lachen, habe ich mich gefragt, was ist denn jetzt los? Ja. Also, nein. nein, wirklich nicht. Also, ich bin gar nicht so witzig. So, Das stimmt, so kenne ich Sie auch nicht. Ja. Genau. Also, jedenfalls, das sind erste Prototypen im Einsatz. Und wenn man das hochrechnen würde und man würde versuchen, das CO2 da wieder aus der Atmosphäre zu fischen, das würde Billionen und Billionen kosten. Das kann man weder finanzieren, noch hätte man dafür die nötige Energie. Der Witz wäre ja, das ist extrem energieaufwendig, CO2 aus der Luft zu fischen, weil CO2 ist ein Molekül, das sehr stabil ist, das sich eigentlich nicht mit anderen Molekülen verbindet. Das heißt, um das da wieder rauszukriegen, muss man wahnsinnig viel Energie aufwenden und die müsste ja Ökostrom sein, sonst hat man ja wieder neues CO2. Und diesen Ökostrom, um CO2 aus der Luft zu fischen, wird man gar nicht haben. Dann hatte Herr Feld noch die Idee, dass man doch auch synthetische Kraftstoffe kreieren könnte. Das ist ebenfalls, das hatte ich ja schon angedeutet, wahnsinnig aufwendig. Und zwar, weil man damit letztlich die umgekehrte Reihenfolge physikalisch gesehen durchlaufen muss, die man im Augenblick hat. Im Augenblick ist es so, wenn man Benzin verbrennt, dann profitiert man ja von Sonnenenergie, die vor Jahrmillionen von Pflanzen eingespeichert wurde und die dann zusammengedrückt wurde. Und Sie kennen das alles. Das heißt, aber der Witz an den jetzigen fossilen Kraftstoffen ist, das sind ja Kohlenwasserstoffe, das sind alles ganz lange Ketten, chemisch gesehen, und die werden dann in die richtigen Stücke auseinandergehackt in den Raffinerien, sodass man das alles wunderbar benutzen kann. Wir, wenn wir jetzt synthetische Kraftstoffe herstellen wollen, müssen, wie gesagt, den umgekehrten Weg gehen. Und ich beschreibe Ihnen das jetzt mal, damit Sie verstehen, warum das so energieaufwendig ist. Das Erste ist, man muss ja erstmal Wasserstoff herstellen, den gibt es auch nicht. Also macht man mit Strom, wird Wasser, H2O, getrennt in Sauerstoff und Wasserstoff. Das ist schon mal sehr energieaufwendig. Dann hat man Wasserstoff, ne? H2. So, jetzt braucht man ja Kohlenwasserstoffe. Das heißt, irgendwo muss man jetzt den Kohlenstoff herhaben. Den muss man natürlich aus der Luft fischen, damit man nicht am Ende mehr CO2 hat als vorher. Es ist sehr energieaufwendig, CO2 aus der Luft zu fischen, weil CO2 sich ja mit nichts verbinden will. Dann hat man das endlich rausgefischt. Dann muss man dieses CO2, außerordentlich träges Molekül, mit dem H2 verbinden, wieder jede Menge Energie. Und bis man da also am Ende irgendwie einen synthetischen Kraftstoff hat, der aussieht wie Kerosin, ist eben das Problem, dass man das kostet dann 40 Mal mehr Energie als heute. Und das funktioniert nicht. Und das muss man irgendwann mal, finde ich, zur Kenntnis nehmen. Und denn wie gesagt, wir reden über die Gegenwart, nicht über die Zukunft. Und vielleicht noch ein letztes, Herr
Ach so, ich konnte noch, die Entkopplung gibt es auch noch. Also, aber Herr Feld hat ja gesagt, ich würde immer so eindeutig mich ausdrücken, nicht? Ja, das stimmt. Also, aber das wurde ja, glaube ich, erwähnt, dass ich Philosophie studiert habe. Ich habe übrigens auch meinen Magister in Philosophie gemacht, in analytischer Erkenntnistheorie. Und analytische Erkenntnistheorie kommt jetzt hier zum Einsatz. Also die platte Variante ist zu sagen, wenn ich eine Meinung habe, dann habe ich eine Meinung. Also wenn ich anderer Meinung wäre, wäre ich ja anderer Meinung und würde das sagen, nicht? Also in dem Moment, wo ich eine Meinung äußere, halte ich das für wahr. Das heißt nicht, dass es wahr ist, aber für mich ist es wahr, weil sonst würde ich was anderes sagen. So, und und wenn das dann erstmal so ist, dass ich was für wahr halte, dann kann ich es ja auch klar und deutlich sagen, nicht? So, und jetzt kommt das Ganze auf aristotelisch. Sozusagen diese zentrale Erkenntnis der Begriffslogik kommt schon von Aristoteles, und das nahm bei ihm folgende Gestalt an, nämlich: Wenn ich sage, dass eine Rose ist, dann sage ich über alles andere, dass es keine Rose ist. Und damit bin ich als Mensch gezwungen, in dem Moment, wo ich spreche, eindeutige Unterscheidungen in die Welt zu setzen. So, ich weiß nicht, ob so unmittelbar deutlich wurde, wie genial diese Erkenntnis von Aristoteles ist. Aber deswegen heißt übrigens Umberto Ecos Hauptwerk Der Name der Rose. Ne, weil er spielt genau auf diese Stelle von Aristoteles an. Okay, also das zu meiner Eindeutigkeit. Ich bin also in den Fußstapfen von Aristoteles unterwegs. Und jetzt noch Entkopplung. Herr Feld stellt die Frage, ob wir nicht immer effizienter werden könnten. Und ja, wir werden immer effizienter. Weil die Effizienz, Steigerung ist das gleiche wie Wachstum. Wenn wir genauso viel Energie bräuchten wie im 18. Jahrhundert, als man eine Dampfmaschine eingesetzt hat, da war es zum Teil so, dass man 20 Kilo Kohle für ein PS brauchte, dann würde es nie Autos geben. Nicht nur, weil man aber schon im 18. Jahrhundert angefangen hat, die Dampfmaschinen zu optimieren, und wir immer weiter den Energieverbrauch optimieren, gibt es überhaupt Wachstum. Sonst wären wir gar nicht von der Stelle gekommen. Aber man kann, die Effizienz führt aber dummerweise nicht dazu, dass wir wirklich weniger Treibhausgase emittieren. Das gibt eine wirklich schöne Statistik, nicht? Zwischen 1900 und 2005 ist die Weltwirtschaft 23 Mal gewachsen. Und der Verbrauch der Rohstoffe um das Achtfache. Da kann man natürlich sehen, dass wir nicht so viele Rohstoffe verbrauchen, wie wir gewachsen sind. Aber insgesamt nimmt der Verbrauch an Rohstoffen und auch die Emissionen an Treibhausgasen permanent zu. Und das heißt, dieses System können wir auf keinen Fall fortsetzen. Und Entkopplung reicht nicht, denn wie gesagt, in 23 Jahren müssen wir bei Klima, also netto null, also klimaneutral sein. Ja, vielen Dank, Frau Herrmann. Herr Feld, Sie möchten sicherlich noch replizieren. Dürfte ich um kurze Antworten bitten, weil ich auch noch gerne das Publikum natürlich einbinden möchte, dass wir jetzt ein bisschen das Streitgespräch... Ich bin froh, dass Sie fair sind. Ich habe ja extra fünf Minuten verkürzt und will aber nicht jammern. Also ich nehme gerne das Publikum die ganze Zeit mit. Da ist ja irgendwo auch ein Mikro, das die ganze Zeit noch so die Bemerkung aus dem Hintergrund gleich mit überträgt. Ja, das ist, finde ich, super. Also ich will keine wirtschaftstheoretische Diskussion machen, aber die Tauschprozesse bleiben im Zentrum der Marktwirtschaft. Und das gilt am Ende auch für das Kapital. Und deswegen fand ich Ihre früheren Bücher auch nicht einschlägig dahingehend und fühle mich auch nicht kritisiert. Und es bleibt dabei, dass der Tauschprozess ausschlaggebend ist. Im Grunde haben Sie ja gesagt, der Herr Feld hat recht. Ja? Also die Kriegswirtschaft, nein, jetzt bin ich erst mal dran. Ja? Also, also Kriegswirtschaft... Die Kriegswirtschaft Großbritanniens, ja, da gab es Wirtschaftswachstum und das ist auch ordentlich nach oben gegangen und danach auch gleich wieder in anderen Umstellungen. Und es gab auch ein bisschen Verstaatlichung in der Zeit, wenn ich mich recht erinnere, insbesondere Kohleproduktion in Großbritannien ist verstaatlicht worden, meine ich, habe zu erinnern, aber es ist lange her, dass ich das gelesen habe.
Da sagen Sie, das interessiert mich aber nicht. Ich finde, das muss interessieren, weil es ein wesentlicher Teil dieses Prozesses ist. Und letztlich ja auch für die Frage, inwiefern lässt sich denn eine solche Umstrukturierung in der Wirtschaft, wie Sie sie nach Planvorgaben vorschlagen, in der Bevölkerung durchsetzen. Es ist ja jetzt nicht so, dass man das einfach überstülpen kann, sondern man muss dafür die Unterstützung auch haben von Seiten der Bevölkerung. Also die Frage stellen, ist das eigentlich mit dem Demokratieprinzip vereinbar? Und das hat sich in Großbritannien als vereinbar gezeigt, aber eben in der Kriegssituation. Und deswegen können Sie auch die Kriegswirtschaft nicht ausschalten. Das Zweite, ja, das ist so, dass es nicht autark war, absolut nicht. Ja? Und ich habe auf die USA abgestellt, um jetzt nicht die Ausbeutung der Kolonien durch die Briten wieder in den Vordergrund gerückt zu sehen. Es war schon in großem Umfang die Unterstützung, die von Seiten der USA im Zweiten Weltkrieg geliefert worden ist, die dafür gesorgt hat, dass Deutschland am Ende verloren hat. Es wäre ohne die Vereinigten Staaten nicht passiert. Und das sehen wir natürlich auch in anderen Zusammenhängen heute immer noch, dass es ohne die USA nicht passiert. Das Zweite, was Sie sagen, ja, der hat recht, die Prognosen sind oft falsch. Ja, sie sind oft falsch. Und 22 Jahre ist schon nochmal eine gewisse Zeit. Auch die technischen Zyklen, die Sie ansprechen, beispielhaft, wir haben in anderen Technologien kürzere Zyklen. Und der Grund, warum wir im Hinblick auf die Prognosen, etwa auch das Club of Rome, schließlich besser dagestanden haben im Zeitablauf und weniger Ressourcenverbrauch realisiert haben, sind genau diesem technischen Fortschritt geschuldet, der nicht berücksichtigt worden ist von den Prognostikern, von denjenigen, die sagen, die Welt geht morgen unter. Was bei der Frage, ob Technologien, die heute teuer sind, in bestimmten Studien als besonders teuer herausgestellt werden, nicht in der Zukunft genauso teuer sein müssen, ist das Phänomen der Skalierung. Das kennen Sie. Je mehr ich davon machen kann, umso billiger wird es am Ende. Und die Berechnungen, die sich natürlich immer in einem bestimmten Interesse von den Wissenschaftlern, die in diesem Gebiet arbeiten und sich auch vorstellen, dass sie mit ihren Patenten nachher Geld verdienen können, das kann ich alles gut verstehen. Aber die Studien, die auf dieser Basis durchgeführt worden sind, zeigen, dass wir mit CO2-Bepreisungen von 200 Euro je Tonne CO2 eine Wettbewerbsfähigkeit von synthetischen Kraftstoffen bei CO2-Abscheidung aus der Atmosphäre hinbekommen können. Also wir können uns da gegenseitig Studien um die Ohren hauen, aber es bringt ja am Ende nichts. Der entscheidende Punkt ist eigentlich der, den Sie gemacht haben mit Ihrem aristotelischen Beispiel. Ich habe eigentlich Hose verstanden statt Rose, aber es ist okay. Der Punkt, den Sie formuliert haben, ist genau der Punkt, den man im Hinblick auf wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn feststellen muss. Sie drücken etwas aus, weil Sie denken, es ist wahr und für Sie ist es wahr. Aber, und das haben Sie gesagt, das muss nicht die objektive Wahrheit sein. Wenn ich als Wissenschaftler ausgebildet bin, dann das hat absolut damit zu tun. Wenn ich als Wissenschaftler ausgebildet bin, dann muss ich anerkennen, dass diese objektive Wahrheit so nicht feststellbar ist. Und ich habe Respekt davor. Und den haben Sie nicht. Das ist der Unterschied. Ich habe Respekt davor, dass es diese objektive Wahrheit nicht gibt und dass wir diesen Determinismus, den Sie beschreiben, nicht haben. Sondern dass wir die Möglichkeit haben, über wissenschaftlichen Fortschritt und über technischen Fortschritt die Probleme zu lösen und dafür nur die richtigen Rahmenbedingungen setzen müssen. Sie, am Ende sprechen Sie auch nochmal einen wichtigen Punkt an. Ja, gut, habe ich auch recht, sagen Sie. Ja, es wird alles effizienter. Das sieht man auch. Bevölkerungswachstum ist stärker als der Verbrauch der Rohstoffe. In dem Maße, in dem wir das Bevölkerungswachstum eindämmen, werden wir eben auch weitere Verbesserungen erreichen. Sie können das auch nochmal im Hinblick auf den CO2-Verbrauch unterschiedlicher Länder oder unterschiedlicher Regionen anschauen. Deutschland oder die EU, sogar die Vereinigten Staaten reduzieren absolut ihren CO2-Verbrauch. Schwellenländer schaffen das bisher nicht, haben aber auch mit viel stärkerem Bevölkerungswachstum zu kämpfen. Das heißt, in dem Maße, in dem wir das Bevölkerungswachstum in den Griff bekommen, werden wir auch dahingehend Lösungen finden. Also ich bin in der Hinsicht viel optimistischer, dass wir es über den technischen Fortschritt schaffen, was Sie als nicht erreichbar, eindeutig nicht erreichbar klassifizieren, halte ich für überzogen. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Manchmal sagt man ja Sachen, die man so gar nicht meint. Also als ich über die Entkopplung gesprochen habe, meinte ich, das Wachstum der Weltwirtschaft ist um 23 Mal hochgegangen.
Und ich habe nicht vom Bevölkerungswachstum geredet. Zwischen dem Bevölkerungswachstum und dem Wachstum der Weltwirtschaft gibt es fast gar keinen Zusammenhang. Also die Weltwirtschaft ist um 23 Mal gewachsen und der Rohstoffverbrauch um 8 Mal. Das ist eine gewisse Entkopplung, aber man sieht, auch der Verbrauch geht ständig hoch. Und wenn einem klar ist, dass aber CO2 eigentlich die Emissionen runtergehen muss, nicht hoch, dann ist das eben, zeigt das, dass die Entkopplung als Prinzip nicht funktioniert, wenn klar ist, man darf überhaupt kein CO2 oder gar keine Treibhausgase mehr emittieren. Jetzt nochmal zu dieser CO2-Bepreisung. Also das Problem aus meiner Sicht ist, dass Marktmechanismen, ich habe ja nichts gegen den Markt, nur funktionieren, wenn man gleichzeitig von Wachstum ausgeht. In dem Moment, wo klar ist, man braucht eigentlich schrumpfen, weil sonst die Ökoenergie nicht reicht, funktioniert auch nicht mehr der Markt. Weil das haben wir ja jetzt aus völlig anderen Gründen in der Ukraine-Krise ja schon gesehen. In dem Moment, wo es weniger gibt, beispielsweise Gas, explodieren die Preise. Und zwar auch so, dass man das nicht mehr kontrollieren kann, ohne staatliche Eingriffe. Also es gibt Inflation. Und das wäre dann auch bei diesen ganzen Preismechanismen das Problem, dass man auf der einen Seite eine Inflation hätte und auf der anderen Seite auch das Problem, dass dann beispielsweise nur noch Reiche sich das Fliegen leisten könnten und alle anderen am Boden bleiben müssten. Und ich glaube nicht, dass das dann in der Demokratie irgendwie gut ankäme. Ja. Ach so, noch zu dem Thema der Studien. Also wenn ich sage, dass synthetische Kraftstoffe bis zu 40 Mal so teuer sein werden wie die fossilen Varianten, die wir jetzt haben, dann handelt es sich um eine Studie, die im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums entstanden ist und zwar in Auftrag gegeben worden von Herrn Altmaier, also noch unter der CDU. Ich habe mir jetzt also nicht irgendeine Studie rausgesucht, die ich jetzt besonders hübsch finde, sondern wie gesagt, das war eine offizielle Studie der Bundesregierung. Nein, ich habe sogar noch einen ganzen Fragenkatalog. Aber eine Bemerkung muss ich natürlich machen, weil Sie Inflation und die explodierenden Preise im Energie, die Inflation haben wir schon vorher gehabt. Ja? Die Inflation ist durch die Energieknappheit noch einmal verstärkt worden, aber das Inflationsproblem ist als Nachfolger der Corona-Krise entstanden, weil wir eine entsprechende Restriktion auf der Produktionsseite, also der Angebotsseite hatten, durch das Runterfahren der Wirtschaft, durch die Unterbrechung der Lieferketten weltweit und die Nachfrage hochgehalten worden ist durch eine expansive Geld- und Fiskalpolitik. Ja? Das ist der Haupteffekt, den wir haben. So ist die Inflation in den USA ausgegangen, in die Welt hineingegangen und wir haben sie in Deutschland durch die europäische Geld- und Fiskalpolitik eben auch nochmal verstärkt. Wenn dann die Energiekrise noch oben drauf kommt, gibt es nochmal einen Verstärkungseffekt. Aber Sie sehen ja aktuell, dass die Abschwächung der Energiepreisentwicklung diese Inflation nicht wirklich runterbringt, sondern dass wir weiter in der Kerninflation nach oben gehen. Ja, und das deutet darauf hin, dass wir weiterhin dieses Ungleichgewicht im Markt haben. Deswegen wäre ich sehr vorsichtig, dieses Inflationsphänomen da reinzubringen, mal davon abgesehen, dass wir Deutschen mit unserer übermäßig freundlichen Nachfrage im letzten Sommer, um die Speicher zu füllen, wenn die Bundesregierung sagt, ich zahle jeden Preis, egal was du willst, dann gehen die Preise entsprechend nach oben. Mittlerweile sind sie nochmal deutlich runtergegangen. Ja, also das Beispiel hinkt. Okay, also ich glaube, wir könnten auch noch ein Streitgespräch zum Thema Inflation hier ansetzen, aber darum geht's ja jetzt hier nicht. Also wenn man jetzt, also bleiben wir nochmal bei den CO2-Preisen, weil das ist ja das Instrument, das immer vorgeschlagen wird von Marktwirtschaftern, wenn es um die Klimakrise geht. Also da hat man aus meiner Sicht sowohl ein Problem auf der Produktionsseite wie auf der Seite des Konsums. Wenn man also feststellt, dass CO2 auf der einen Seite enorme Schäden hinterlässt, die sind gar nicht zu bepreisen. Nicht? Wenn wir so weitermachen wie bisher, kann es sein, dass die Welt sich um plus 6 Grad aufheizt und das wäre das absolute und totale Klimakaos. Das heißt, die Vorstellung, dass man die Zerstörung des Klimas bepreisen kann, ist an sich schon schwierig, weil man könnte auch sagen, eine Tonne CO2 hinterlässt Schäden von 2.000 Euro. Dass man sagt, das sind irgendwie 200 Euro, ist in gewisser Weise willkürlich. So, wenn man jetzt sagt, man muss
Man hat diese Hoffnung, durch die CO2-Preise die Klimaneutralität zu befördern. Dann funktioniert das ja nur, wenn die Ökoenergie ausreicht. Wenn sie nicht ausreicht, sind diese Preise eigentlich egal, die man dafür eine CO2-Emission fordert. Man wird trotzdem diese Klimaneutralität nicht erreichen, sondern das Einzige, was man dann erreicht, ist, das ist die Produktionsseite, dass man die Firmen überfordert, weil sie ja keinen Ausweg haben. Sie müssen fossile Energie verbrennen, weil sie nicht genug klimaneutrale Energie bekommen. Also wird man, das ist ja schon abzusehen, dass das so passiert, wird man den Weg des geringsten politischen Widerstandes gehen, nämlich man wird die CO2-Preise nicht weiter anheben, jedenfalls nicht so, dass sie eine große Lenkungswirkung entfalten würden, weil man ja selber genau weiß, dass es die klimaneutrale Energie gar nicht gibt, die die Unternehmen brauchen würden. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt sagt, ja, man macht hier immer höhere CO2-Preise, dann ist natürlich die Frage tatsächlich der Verteilungsgerechtigkeit, das ist eben dann auf der Seite des Konsums, denn zum Beispiel Öko-Kerosin wird derartig teuer sein, dass man dann praktisch gar nicht mehr fliegen kann, es sei denn, man ist Millionär. Und wird man das als Gesellschaft eben akzeptieren, dass einige dann E-Fuels in ihren Porsche 911 tanken und der Rest hat nicht genug Ökoenergie? Also das ist alles sehr schwer zu sehen. Das heißt, anders gesagt, diese ganzen Marktmechanismen funktionieren nur, wenn man davon ausgeht, dass es Ökoenergie in Hülle und Fülle geben wird. Dann hat man diese Verteilungsprobleme nicht und auch nicht die Probleme in der Produktion. Also, dann machen wir hier einen ersten. Wir machen hier einen ersten Schnitt. Meine Damen und Herren, ich habe mir für die Vorbereitung für heute das Buch sehr ausführlich durchgelesen und habe eine Fülle an Fragen, aber aufgrund der fortgeschrittenen Zeit fürchte ich, kann ich vielleicht eine oder zwei stellen, damit ich auch Ihnen noch die Gelegenheit geben kann, für vielleicht 10 Minuten, 15 Minuten Fragen zu stellen. Frau Herrmann, Ihr Buch ist gekennzeichnet durch einen Dringlichkeitsduktus. Ich interpretiere das so, es muss sofort passieren. Wir müssen sofort in die Planwirtschaft, in die Kriegswirtschaft einsteigen, weil sonst der Klimawandel nicht mehr aufzuheben ist. Ist das so ungefähr richtig? Also dringlich, es muss alles sofort geschehen, was Sie in Ihrem Buch skizzieren? Ja, also eigentlich müssen wir heute. Vielleicht um das noch kurz zu erläutern. Also ich glaube, ganz viele Leute verstehen gar nicht, wo jetzt eigentlich das Problem ist, weil sie völlig zu Recht sagen, okay, Kapitalismus gibt es seit 1760, das ist jetzt 260 Jahre, und in dieser Zeit hat sich die Welt global um 1,2 Grad erwärmt. So, also denkt doch jeder ganz instinktiv, okay, nochmal 260 Jahre, nochmal 1,2 Grad, wo ist jetzt das Problem? So, und was dabei übersehen wird, ist, dass die enormen Mengen an Treibhausgasen, die wir bisher emittiert haben, haben nur deswegen kaum Schäden hinterlassen, weil die Ozeane als Puffer gedient haben. Also ein großer Teil des CO2s und ein großer Teil der zusätzlichen Wärme ist alles in den Ozeanen verschwunden. So, und jetzt sind die Ozeane voll und fallen als Puffer aus. Ganz im Gegenteil, die Gefahr ist groß, dass die anfangen, CO2 abzugeben, weil die sich immer weiter erwärmen. Das ist wie bei einer Mineralwasserflasche. Wenn die warm wird, ist das CO2 wieder draußen. Jedenfalls, die Ozeane sind überlastet mit dem ganzen CO2, fallen aus. Und das bedeutet, nachdem also immer die Temperatur so ganz langsam angestiegen ist, wenn wir jetzt weiter CO2 emittieren, dann geht das so senkrecht in die Höhe. Das heißt, wir müssen eigentlich sofort raus. Das sagt auch jeder Wissenschaftler. Und dieses lange Rumdebattieren ist natürlich eigentlich schädlich, aber natürlich nötig in einer Demokratie. Und ich bin da nur zur Klärung, ich bin absolut gegen eine Ökodiktatur. Also es muss demokratisch passieren. Hatten Sie so geschrieben. Ich wollte jetzt auf ein Szenario hinaus, das ich auf der Seite 178 skizzieren. Ich hatte eingangs gesagt, das Frias, die Freiburger Horizonte, wir beschäftigen uns mit den großen zentralen Fragen unserer Zeit. Ein weiteres zentrales Problem ist die Wohnungsknappheit in Deutschland. Wir haben das Problem in vielen Großstädten, es gibt einfach nicht genügend Wohnraum, Wohnungen werden knapp. Und Sie schreiben nun also, jeder Neubau ist Umweltfrevel. Richtig wäre es, auf Neubau zu verzichten, den gesamten Bestand energetisch zu sanieren und Wohnraum gerecht zu verteilen. Als ich diesen Satz gelesen habe, habe ich mich gefragt, ist das nicht eigentlich der Beginn einer Revolution in Deutschland? Führt das nicht dazu, wenn niemand mehr bauen darf, die Personen, die Eigentümer, die etwas besitzen, können sanieren, können aufstocken,
Der restliche Teil der Bevölkerung, ca. 50%, haben dann das Problem, Eigentumerwerb ist nicht mehr möglich. Also wie kann ich mir das vorstellen, dass wir nicht mehr neu bauen dürfen, im Prinzip ab heute? Das ist ja genau meine Frage, diese Dringlichkeit. Wir dürfen nie wieder neu bauen in Deutschland, sondern wir müssen das, was wir haben, sanieren. Wie soll das funktionieren? Ja, also ich meine, wenn wir klimaneutral werden wollen, dann können wir nicht weiter bauen. Das ist die betrübliche Nachricht, weil es einfach so ist, Holz reicht nicht. Ne? Es gibt ja ganz viele Leute, die denken, dann könnte man ganz viele Holzhäuser bauen. Nein. Das heißt, man müsste weiter mit Beton bauen und Zement entsteht eben dadurch, rein chemisch, dass man CO2 abscheidet. Also die Zementproduktion führt zu enormen Mengen an CO2. Und das ist nicht das einzige Problem, sondern gleichzeitig ist es so, dass wir ja pro Tag im Augenblick 60 Hektar in Deutschland versiegeln. Und das geht auch nicht. Wir brauchen die Böden, um CO2 zu speichern und auch um Wasser zu speichern. Und es ist nicht so, dass wir jetzt nicht sehr viel Wohnraum hätten. Nicht? Also im Augenblick haben wir pro Einwohner 47 Quadratmeter Wohnraum. Also wenn man zu zweit ist, kann man schon auf fast 100 Quadratmetern leben. Und darin, dieser Rechnung mit den 47 Quadratmetern, ist noch nicht eingerechnet, dass 1,5 Millionen Wohnungen in Deutschland leer stehen, aber eigentlich auch bewohnt werden könnten. Das heißt, wir haben unglaubliche Flächen. Und es ist eigentlich Wahnsinn, dass wir immer neu bauen, statt das zu erhalten, was wir haben. Und da gibt es auch dramatische Fälle. Also ich fange jetzt nochmal mit Baden-Württemberg an. Es gibt einen sehr, 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 sehr schönen Ort, der heißt Weikersheim. Die Altstadt, sensationell, verfällt alles. Drama, wie diese Altstadt verfällt, weil jeder draußen auf dem Feld sein neues Haus bauen will. Und diese Art, das können wir uns nicht leisten. So, jetzt sagen Sie, dann muss man ja alles umverteilen. Ja, das stimmt. Also das, da sehe ich auch Schwierigkeiten, nicht? Die Deutschen davon zu überzeugen, dass man keinen neuen Bau mehr zulässt, nur noch den Bestand erhält, dass man dorthin zieht, wo die Wohnungen sind, nicht umgekehrt, dass die Leute alle in die Großstädte ziehen. Ich sehe auch, dass das eine enorme Umorientierung der gesamten Bevölkerung wäre. Und diese Diskussion gibt es in der breiten Bevölkerung nicht. Die gibt es im Augenblick nur bei Architekten und auch bei Immobilienentwicklern. Also den Architekten, vielen Architekten und auch erstaunlich vielen Baufirmen ist klar, dass das so überhaupt nicht weitergehen kann, wie man das bisher betreibt. Aber das hat natürlich Konsequenzen, ja. Aber ich weiß nicht, das klingt vielleicht völlig bescheuert, aber es ist so banal, es geht um unser Überleben. Also ich weiß nicht, wie sich... Ja, es ist ja ein netter Appell, aber ich weiß nicht, wie Sie das schaffen wollen, was Sie jetzt diskutieren, indem Sie die Bevölkerung mitnehmen und das demokratisch entscheiden. Das sehe ich nicht. Das ist eben im Hinblick auf die Preissetzung über CO2-Bepreisung etwas anderes. Klar wird das teurer, aber da wird ja nicht der Preis an sich festgesetzt, sondern Sie setzen die Menge fest an CO2, die emittiert werden darf. Das heißt, ich habe auf diese Art und Weise eine Kontrolle darüber, welche Emissionen wir in welchem Jahr realisieren. Und dann ergeben sich die Preise von selber. Wenn das hier auf dem Markt ist, jetzt lassen Sie mal, ich lasse Sie, unterbreche Sie ja auch nicht so. Nee, ja. Das stimmt, Entschuldigung. Wir sind ja jetzt nicht im Bundestag. Ja. Also, ja, von daher können wir doch noch zivilisiert reden. Der Punkt ist doch, über die CO2-Bepreisung schafft man es tatsächlich, die Emissionen von CO2 kräftig einzuschränken. Das, was im EU-Emissionshandelssystem erfasst ist, seit es in der dritten Generation dieses Systems scharf gestellt ist, nämlich Industrie und Energie und der innereuropäische Flugverkehr, reduziert die Emissionen mit einem gewissen Abstand zu dem, was man eigentlich erreichen sollte an Emissionen dieser Sektoren, sehr, sehr deutlich. Der Preis, die Preissetzung über die CO2-Bepreisung funktioniert. Das Problem, das wir hier eigentlich haben und das man auch diskutieren muss, ist, wie erreichen wir das in einem internationalen Umfeld? Klimaschutz, globale Erwärmung ist ja ein internationales Phänomen. Ja, Sie haben ja auch immer wieder über die Weltwirtschaft geredet, aber wir müssen ja auch diese Maßnahmen irgendwie international koordinieren.
Und wenn wir schon Schwierigkeiten haben in unserem demokratischen System, die Unterstützung dafür zu finden, dass wir zu den Leuten sagen, wir verbieten euch dieses, wir verbieten euch jenes, das dürft ihr nicht mehr machen, jenes dürft ihr nicht mehr machen. Und die Unterstützung ist nicht da. Und ich würde es schaffen, über ein solches Handelssystem CO2 einzusparen, dann ist doch der Schritt auch im internationalen Kontext bei Menschen, die eben noch nicht auf dem Niveau der Deutschen von 1978 sind, sondern noch etwas weiter davon entfernt, eher bei den Briten von 1939. Den muss ich eigentlich sagen, ihr dürft gar nicht mehr wachsen, ihr dürft nicht mehr nach oben. Das wäre der Kontext, den Sie da formulieren müssten. Und ich kann nicht sehen, dass die Unterstützung da international kommt. Also mit anderen Worten, das geht eigentlich nur so, indem man über die Bepreisung international koordiniert zu einer Einschränkung der CO2-Emissionen kommt und dadurch auch noch nennenswerte Anreize setzt, in Innovationen zu gehen und neue Technologien zu entwickeln. Das ist der Weg, den wir gehen müssen. Ich würde ergänzend eine Frage stellen, die ich eigentlich auch an dieser Stelle stellen wollte, wenn es jetzt darum geht, wir setzen das Szenario, das Sie geschildert haben, in Deutschland um. Wir schaffen es also, in den nächsten Monaten diese Art von neuem Wirtschaftssystem hier einzuführen. Was machen wir mit Indien und China? Indien jetzt das bevölkerungsreichste Land der Welt seit Freitag, China natürlich an Nummer zwei, die zwei größten Länder der Welt. Wie wollen wir diese Länder überzeugen, dass sie unserem Modell folgen? Weil es kann ja nur ein globales Modell sein, wenn es um die Rettung des Planeten geht. Wie stellen Sie sich das dann vor? Ja, also was völlig absolut stimmt, ist, dass man Klimaschutz nur global betreiben kann, nicht national, weil das CO2-Molekül ja keine Grenzen kennt und sich auch weltweit verteilt. So, und jetzt ist aber global schon mal in verschiedener Hinsicht irreführend, weil sehr viele Länder emittieren ja fast überhaupt kein CO2 und sind nicht das Problem. Also man muss sich mal vorstellen, dass Afrika zwar 15% der Weltbevölkerung hat, aber nur 4% der Treibhausgase emittiert. Also wenn es gar keinen Afrikaner gäbe, gar keinen, hätten wir genau das gleiche Klimaproblem, das wir jetzt auch haben. Das heißt andersrum, dass Bewohner von Malawi beispielsweise im Augenblick ungefähr 100 Kilo CO2 pro Jahr emittieren. Es wäre aber eine Tonne CO2 pro Bewohner erlaubt. Nicht? Wenn man klimaneutral sagt, dann heißt das nicht, dass man bei net 000 rauskommen muss, weil die Natur ist ja in der Lage, einen Teil des CO2 zu emittieren, sondern wir hätten eben kein Problem, wenn weltweit jeder nur eine Tonne CO2 emittiert. Wenn man dann sieht, Malawi emittiert überhaupt nur 100 Kilo pro Bewohner, dann ist ja klar, Malawi kann eigentlich noch stark wachsen und hat kein Problem. Sondern das Problem, das muss man in aller Härte sagen, entsteht in den reichen Industrieländern. Denn das habe ich Ihnen ja erklärt, nicht? Durch die Industrialisierung werden diese ganzen Maschinen betrieben, die dann fossile Energie verbrauchen und die dann eben auch dieses CO2 emittieren. Wo gar keine Industrialisierung ist, ist auch gar kein CO2-Problem. Und wie gesagt, also große Teile der Welt können sich mühelos weiterentwickeln, ohne dass sie überhaupt ein Klimaproblem darstellen. Oder anders gesagt, die G20 sind schon für 86% aller Treibhausgase zuständig. Das heißt, wenn man global sagt, heißt das eigentlich, dass die G20 sich einigen müssen. Da ist auch im Augenblick keine Einigung in Sicht, das gebe ich zu, aber dass man erstmal klar hat, um wen es geht, nämlich um G20. Dann fielen die Worte Indien und China, das sind sehr unterschiedliche Fälle. Indien emittiert im Augenblick 1,8 Tonnen CO2 pro Bewohner, das heißt, die emittieren auch relativ wenig Treibhausgase, weswegen es laut Weltklimarat, der dann ja immer guckt, wer muss wie wann klimaneutral sein, ist es so, dass Indien bis 2090 Zeit hat, klimaneutral zu werden, während Deutschland das schon 2045 schaffen muss, ganz einfach, weil wir so viel, sehr viel mehr emittieren. Indien hat noch viel Zeit. Ja? Bei China ist das anders. China emittiert relativ viel CO2. Was aber auch daran liegt, dass wir große Teile unserer schmutzigen Industrie nach China outgesourced haben. Also wenn das hier so aussieht, als würden wir CO2-Emissionen senken, dann hat das zu einem großen Teil nicht nur, aber zu einem großen Teil damit zu tun, dass die schmutzige Industrie jetzt woanders ist. Wenn man die Importe der Deutschen mit einrechnet, dann sind wir bei 11,2 Tonnen CO2 pro Jahr und Kopf. Und wir dürfen eigentlich nur eine Tonne emittieren. Da sehen Sie schon, wie enorm der Abstand bei uns ist. So, jetzt ist noch die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass die G20 jemals zusammenarbeiten? Denn das müssten sie ja.
Also ich glaube, irgendwann wird die weltweite Kooperation einsetzen, weil man sich ja klar machen muss, dass fast alle anderen Länder noch viel härter von der Klimakrise getroffen werden als wir. Nicht? Also in Deutschland, das wird hier nicht gemütlich, also nicht? Das wird auch hier unheimlich hart, aber in Deutschland kann man wahrscheinlich überleben. Das gilt für große Teile der Welt nicht. Also wenn wir weitermachen wie bisher, dann ist es 2070 so, das sind jetzt die Prognosen vom Weltklimarat, das bin nicht ich, aber das 2070, das ist ja in weniger als 50 Jahren, ist es so, dass man so einen ganz breiten Gürtel der Welt gar nicht mehr bewohnen kann, weil es auch nachts dann da zu heiß ist. Das ist Brasilien, Zentralafrika, Nahe Osten, Iran, Irak, Pakistan, Indien, Indonesien und Teile von Australien. Und auch China natürlich hat das Problem, dass, wenn sie nicht bald mit dem Klimaschutz anfangen, diese Wüste Gobi sich immer weiter ausdehnt und sich natürlich die Frage stellt, wovon eigentlich 1,4 Milliarden Chinesen leben sollen. Das heißt, diese Kooperation wird kommen, auch die USA wird von der Klimakrise härter getroffen als Deutschland. Aber bis dann alle kollektiv aufwachen, die Gefahr sehe ich auch, ist es dann zu spät. So, und dann hat man aber auch eine Kriegswirtschaft, nicht? Also was man nicht haben wird, ist ein Kapitalismus. Also das ist aus meiner Sicht völlig offensichtlich, dass dieses System an sein Ende kommt. Nur noch mal ganz kurz, die Lösung liegt eigentlich noch mal auf dem Tisch, indem ich auf die CO2-Bepreisung rekurriere und klar mache, dass dann, wenn man Idee einer internationalen Koordination über einen Klimaclub verfolgt, anstatt G20 oder Klimaverhandlungen à la Paris weiter zu verfolgen, die ja im Wesentlichen zu einer entwicklungspolitischen Veranstaltung geworden sind. Wenn wir mit der Idee eines Klimaclubs stärker nach vorne gehen und die USA, die EU und China mit in diesem Club haben, dass es dann ausreichen wird. Und das kann man schneller realisieren. Das ist das, was ja der Charme der CO2-Bepreisung ist, dass wir diese Koordination eigentlich nur brauchen, dahingehend, dass wir Mindestpreise realisieren für die CO2-Bepreisung und damit schon zurechtkommen. Herr Feld, Entschuldigung. Jetzt hätte ich mal eine Frage. Sie sind doch der Wirtschaftsberater von Christian Lindner. Jetzt ist ja das Problem in Deutschland, dass jetzt schon klar ist, dass wir unsere CO2-Reduktionsziele 2030 nicht erreichen werden und dass der Verkehr überhaupt gar kein CO2 einspart. Wären Sie jetzt dafür, also es gab ja Sektorenziele, nicht? Man sollte ja, wären Sie dafür, jetzt die CO2-Preise für den Verkehr stark anzuheben, damit da endlich mal die Treibhausgase runtergehen? Ich bin dafür, die CO2-Bepreisung nicht im Sinne von Sektorzielen auszudeuten, sondern sie allgemein nach oben zu schieben. Ich wünsche mir also nicht, dass wir tatsächlich in dieser Situation verharren werden, die für 2026 in der EU vorgesehen ist, dass wir ein EU-ETS haben für die Sektoren, die heute damit erfasst sind, und ein EU-ETS haben für Verkehr und Gebäude, sondern meines Erachtens sollten wir ein Gesamtsystem haben oder möglichst schnell dazu übergehen, um die Klimaneutralität in Europa zu erreichen. Was nämlich dann im Wesentlichen heißt, dass Sektoren, die leichter einsparen können, schneller auch CO2 einsparen werden. Dann wird es insgesamt kostengünstiger. Es geht ja nicht darum, einen Preis zu setzen. Es geht darum, die Rechte so zu verknappen, dass weniger CO2 emittiert wird. Und diejenigen, die leichter einsparen können, können das leichter machen. So, meine Damen und Herren, jetzt stehe ich vor dem Problem, das ich angekündigt hatte, vielleicht ein wenig großspurig, dass wir um Punkt 8.30 Uhr aufhören und stelle fest, wir haben schon um halb neun aufhören. 22. Ich möchte, also wir werden ein wenig in die Verlängerung gehen, nicht lange, meine Damen und Herren. Ich möchte jetzt wirklich die Gelegenheit nutzen, ich habe zwei junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Fragen von Ihnen anzunehmen für Frau Herrmann und Herrn Feld. Nutzen Sie die Gelegenheit, heben Sie bitte Ihren Arm und dann nehme ich, sagen wir, noch drei Fragen oder vielleicht auch vier und bitte einfach um kurze Antworten, falls das möglich ist, damit wir noch viele Fragen nehmen können. Jetzt muss ich mal schauen. Sammeln sehr gerne. Also ich da vorne. Wir können rechts, noch mal vier Fragen sammeln, dann geht es schneller. Da vorne rechts sehe ich. Könntest du, da vorne rechts?
Nochmal ganz hoch die Hand, das ist sehr schwer zu sehen, wir werden ein bisschen geblendet. Die Dame mit dem roten Kugelschreiber oder orangefarbener Kugelschreiber. Ja, ich habe eine Frage zu den internationalen Verhältnissen. Gebe ich Ihnen recht, Herr Feld, das ist so, wenn Deutschland allein was macht, dann wird das nicht ausreichen. Das Problem ist, Deutschland hat auch eine Vorbildfunktion und dass Deutschland in der Lage ist, in der EU auch Vorhaben zu blockieren, wird ja auch an der Tempolimit-Frage sehr deutlich. Das ist dann doch kein Bewerbungsschreiben für einen internationalen Klimaclub, um da was hinzukriegen. Gut, das war Frage Nummer eins. Wir sammeln dann da hinten der Herr, das tragbare Mikro ist da. Wenn Sie beide jeweils eine Steuer streichen dürften und eine neu erfinden mit einem Zauberstab, welche wären das? Danke für die sehr kurze Frage, sehr schön, sehr kurz und knapp. Dann haben wir den Herrn dort vorne rechts von mir. Oder, Entschuldige, die Dame, bitte dann. Ja. Danke. Ich hätte auch eine Frage an Herrn Feld. Und zwar sagten Sie gerade eben, dass Sie der Meinung sind, dass eine Kriegswirtschaft nur in Zeiten von Krieg mit Demokratie vereinbar sein. Und ich frage mich ein bisschen, warum Sie das glauben und aus welchen Gründen das ist. Weil, wie Frau Herrmann das gerade sehr schön vorgezeigt hat, wird die Klimakrise schon auch ähnliche Umstände bringen wie ein Krieg. Vielen Dank. Und dann noch die vierte Frage von dem Herrn in der ersten Reihe. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann haben Sie gesagt, der durchschnittliche deutsche Bewohner hat 1978 eine Tonne pro Jahr verbraucht, das ist auch erlaubt. Und dann haben Sie nachher gesagt, heutzutage unter Einberechnung der Importe verbrauchen wir 11,2. Habe ich das richtig verstanden? Dann würde mich interessieren, kann man das bestimmten Sektoren zuordnen, wo so dieser exponentielle Mehrverbrauch zwischen 78 und heute stattgefunden hatte? Wir nehmen noch eine fünfte Frage und dann gehen wir. Ja, ich hätte die Frage, ob nicht eine CO2-Bepreisung, wenn es technologisch vielleicht nicht optimal laufen wird oder grünes Wachstum nur bedingt möglich ist, würde das nicht die Problematik von der Klimaproblematik hin zur Verteilungsproblematik führen, da natürlich ja vielleicht nicht alle dann für jedes Produkt, was sie zum alltäglichen Gebrauch bräuchten, den CO2 zusätzlich noch oben drauf zahlen könnten. Vielen Dank. So, das waren jetzt fünf Fragen und ich glaube, die erste Frage war direkt an Herrn Feld gerichtet. Habe ich so verstanden? Ich bin fürs Tempolimit, deswegen mich braucht man da nicht. Ja, gut, genau. Also kurze Antwort. Das wundert mich jetzt nicht. Also ich meine, ich glaube, die einzige Frage, die an Sie gerichtet war, waren die 11,2 Tonnen und die Sektoren. Also erstens internationale Verhältnisse, absolut. Und ich bin froh, dass Sie Vorbildfunktion gesagt haben und nicht Vorreiterfunktion, weil es ist sehr wichtig, das zu unterscheiden. Vorbild kann man ja nur sein, wenn man nachahmenswert ist. Ja, da spielt eigentlich in der internationalen Diskussion das Tempolimit null Rolle. Was wirklich in der internationalen Diskussion eine Rolle spielt im Hinblick auf die Vorbildfunktion, ist die Frage, schafft Deutschland es in der Art und Weise, wie wir vorpreschen, Klimaneutralität zu erreichen, ohne unsere Industrie und unsere Wirtschaft kaputt zu machen. Also ohne das zu machen, was Frau Herrmann vorschlägt. Das ist das, was man eigentlich schaffen muss, wenn man Vorbildfunktion haben möchte für die internationalen Zusammenhänge. Das Zweite, eine Steuer streichen, eine erfinden, finde ich ausgesprochen schwierig, ehrlich gesagt. Aus dem einfachen Grund, weil dann, wenn ich Ihnen jetzt anfange, mit irgendeiner Bagatellsteuer zu kommen, wegen mir der Biersteuer, ja, dann interessiert das eigentlich auch für die öffentlichen Einnahmen niemand. Ja, die können wir wegen mir streichen, wegen mir auch die Sektsteuer, die brauchen wir auch nicht. Ja. Aber darum geht es nicht. Also was ich gerne haben möchte, ist nicht eine CO2-Steuer, sondern eine schärfere CO2-Bepreisung mit einem Emissionshandelssystem, das alle Sektoren mit dem gleichen Preis erfasst, in der EU und möglichst mit Mindestpreisen international koordiniert. Das ist das, was hilft. Und wir sind ja bei diesem Thema. Wir reden ja jetzt nicht über andere Steuern, wo wir über Verteilungsprobleme oder sonst was reden, aber... Also was ich auf jeden Fall aber streichen würde, und das käme einer Steuererhöhung gleich, das sind bestimmte ermäßigte Umsatzsteuersätze, etwa für das Gastgewerbe. Kriegswirtschaft nur im Krieg vereinbar mit Demokratie? Naja, wenn Sie von äußerer Bedrohung ausgehen, ist es einfacher, die Menschen hinter sich zu bringen für so unpopuläre Umstrukturierungen ihrer Wirtschaft. Deswegen muss man ja in der heutigen Diskussion, wenn man über die Klimakrise redet, immer mit diesen drastischen Beispielen kommen.
Denn dann, wenn sie wirklich so scharf ist, wie sie nachher wird, wenn wir nichts tun, ist es ja zu spät, um etwas zu verändern. Aber es ist eben auch deswegen besonders schwierig, die Menschen hinter eine solche Politik zu bringen. Ja? Also muss ich es versuchen mit einer Politik, die besser vereinbar ist mit den Wünschen der Menschen. Und das schaffe ich besser über die Bepreisung und das Bestehen der Marktwirtschaft. Ja? Und der letzte Punkt, nur die Verteilungsproblematik ganz kurz. Ja, wenn die CO2-Preise nach oben gehen, ist das tatsächlich so, das entspricht einer regressiven Steuer, also einer Steuer, die von der Belastung her in Prozent des Einkommens die Personen in den niedrigeren Einkommensklassen stärker trifft als in den höheren Einkommensklassen, obwohl die in den höheren Einkommensklassen absolut mehr CO2 verbrauchen. Aber wenn ich es zurückverteile, ist alleine schon eine Pro-Kopf-Zurückverteilung verteilungspolitisch günstig, weil wir dann entsprechende Summen generieren können, die dann den Personen mit niedrigem Einkommen auch prozentual mehr zugutekommen. Das ist das, was man eigentlich verteilungspolitisch machen muss und die CO2-Bepreisung im Hinblick auf die distributiven Effekte akzeptabel auszugestalten. Ja, also bei den Steuern habe ich auch Schwierigkeiten, weil ich glaube, dass das mit den Steuern nicht klappen wird. Also ich habe ja ein völlig anderes Zukunftsbild als Lars Feld. Also wenn man einfach ernst nimmt, dass Ökoenergie knapp sein wird, aber man gleichzeitig nur Ökoenergie verbrauchen kann, wenn man ja überleben möchte, dann ist unter der Bedingung dieser Knappheit, kann man nicht mehr mit Steuern operieren, auch nicht mehr mit Preisen, sondern das wird man dann eben über Rationierung und staatlichen Zuteilungen machen. Und dass das jetzt tatsächlich genauso dann läuft, wenn was knapp ist, hat man nicht, ist nicht nur am Beispiel Wasser klar, sondern das war ja auch klar, als wir den Eindruck hatten, ist nicht so gekommen, aber als in der Ukraine-Krise klar war, es könnte Gas knapp werden, da war auch klar, dass man das nicht nur über Preise, Steuern oder sonst wie macht, sondern dass das bei wirklicher Knappheit auf staatliche Zuteilung zulaufen würde, in der Form zum Beispiel, dass man sagt, dass bestimmte Fabriken schließen müssen, ganz einfach, weil sie zu viel Gas verbrauchen. Und da sieht man, dass in dem Moment, wo Energie knapp wird, ganz andere Steuerungsmechanismen greifen als eben Preise oder Steuern. Und dann war noch die Frage, ja, was ist denn mit 1978 gewesen? Haben wir da eine Tonne CO2 pro Kopf emittiert? Nein, 1978 haben wir sehr viel mehr CO2 emittiert. Denn alle, die sich daran erinnern und dabei waren, wissen, allein die Autos, ne, haben unendliche Mengen an Benzin verbraucht, also 10 Liter pro 100 Kilometer, das war normal. Es gab auch Autos, die haben noch mehr verbraucht. Auch solche Autos wie der VW Käfer, total billig, waren eine einzige Energieschleuder und hatten eine katastrophale Energiebilanz. Nein, also wenn ich sage, wir wären so reich wie 1978, meine ich nicht. Wir kehren in das Jahr 1978 zurück. Das wäre ja Quatsch, den ganzen technischen Fortschritt, den wir seither hatten, irgendwie zu ignorieren. Also beispielsweise, das gilt nicht nur für Energie, das gilt auch für solche Sachen wie Medizintechnik. Es gibt keinen Grund, die Fortschritte jetzt in der Krebstherapie aufzugeben und wieder ins Jahr 1978 zurückzukehren. Also Krebs ist auch heute eine extrem gefährliche Krankheit, viele sterben, aber 1978 konnte man praktisch noch gar nichts machen gegen Krebs, das war das absolute Todesurteil. So, und die Krebstherapien können wir behalten, weil die werden ja auch nicht so viel Energie kosten. Und gleichzeitig ist es so, also man muss anders denken, nicht? Zukünftig wird die entscheidende Frage sein, wofür reicht die Ökoenergie? Und natürlich ist es richtig, so viele Windräder hier aufzubauen und so viele Solarpaneele zu installieren, wie geht, um diese Ökoenergie zu haben, aber trotzdem wird sie eben knapp sein und dann muss man sich als Gesellschaft überlegen, wofür man sie verwendet und wofür nicht. Und dann fällt eben sowas wie ein Auto, einfach weil es zu viel Energie braucht, dabei weg. Aber dadurch, dass wir mehr Windräder, mehr Solarpaneele haben, können wir mit der Hälfte, mit einer Wirtschaftsleistung wie 78 trotzdem klimaneutral sein. So, dann würde ich gerne noch auf einen Punkt eingehen, den Herr Feld eben ins Spiel gebracht hat, um nochmal zu erklären, warum ich glaube, dass das mit der CO2-Bepreisung nichts wird. Also wir hatten ja jetzt schon verschiedene Aspekte, die daran schwierig sind, aber jetzt hat Herr Feld ja gesagt, dass ein wesentlicher Teil dieses Konzeptes das sogenannte Energiegeld ist. Also dass man CO2-Preise erhebt auf die einzelnen
fossilen Energieträger und dann kommt das in großen Topf beim Staat und dann kriegt jeder pro Kopf das zurück und dann profitieren die Ärmeren sogar, weil sie ja relativ wenig Energie verwenden und dann aber genauso viel pro Kopf zurückbekommen wie die gesamte Gesellschaft. So, und ich, nicht, dass Sie mich missverstehen, ich bin total für so ein Energiegeld, damit es möglichst gerecht ist. Nur da sieht man doch dann, dass das die CO2-Preisung überhaupt nicht funktionieren wird, weil das ist dann von einer Tasche in die andere Tasche. Also um es etwas übertrieben darzustellen, natürlich wird dann ein Mallorca-Flug teurer. Aber ich kriege ja auch dann die CO2-Steuer wieder zurück in Form des Energiegeldes und dann habe ich am Ende doch wieder das Geld, um nach Mallorca zu fliegen. Dann würde Herr Feld sagen, nee, es geht ja darum, sozusagen relative Preisunterschiede herzustellen. Natürlich nach dem Motto, Flug nach Mallorca ist so teuer, dass man die Leute dann eben animieren will, in die Uckermark zu fahren. Nein, nochmal drei Wochen nach Italien an den Strand. Ja, oder drei Wochen nach Italien an den Strand, genau. War Ihr Beispiel. Genau, aber wenn man das so macht, also keinerlei Beschränkungen sozusagen, dann wäre meine Vermutung, dass am Ende trotzdem zu viel CO2 emittiert wird. Ganz einfach, weil man ja letztlich die CO2-Steuer wieder zurückkriegt und man das Geld hat, diese CO2-Steuer zu zahlen, weil man sie wieder zurückkriegt. Ich weiß nicht, ob ich mich verständlich ausgedrückt habe. Also jedenfalls, ich verstehe absolut nicht, wie man mit Ihrem System bis 2045 klimaneutral sein will. Also nur nochmal, um diesen Punkt klarzumachen. Sie müssen natürlich einfach diesen Verteilungseffekt, den es gibt, trennen von dem Anreiz, den man mit der Bepreisung setzt. Und Sie haben das ja eigentlich gesagt, der relative Preis ist nachher entscheidend. Ich werde schon, weil Flüge nach Mallorca für 3 Tage, um einfach noch ein bisschen Golf zu spielen, einfach zu teuer werden. Und das, wir sehen auch bei Personen mit hohen Einkommen, die sich alles Mögliche leisten könnten, dass relative Preise eine Rolle spielen, dass sie sich bei bestimmten Dingen, wenn die deutlich teurer werden, sagen, naja, zwar könnte ich mir jetzt das auch leisten, die Flasche Wein für 1.000 Euro, aber das ist mir zu viel. Ja? Das heißt, ich trinke dann lieber was anderes, was ich dann billiger kriegen kann, obwohl ich mir das eigentlich vom Einkommen her leisten kann. Also relative Preise wirken stark, sonst hätten wir ja diesen Effekt, den wir im Moment schon beobachten bei einer CO2-Bepreisung für die im EU-Emissionshandel erfassten Sektoren, nicht so effektiv, wie wir sie haben. Ja, aber ich glaube, das nur letzter Satz, ich glaube ja, dass es diesen relativen Effekt gibt, aber Sie müssen absolut auf Netto Null kommen und das ist was völlig anderes. Ich bin ja schon froh, dass Sie sagen, Sie glauben und nicht sagen, ich weiß. Ich habe mal eine Frage, Herr Feld. Was muss passieren, damit Sie merken, dass Ihr Preissystem nicht funktioniert? Also wenn, ich glaube, das ist das Problem. Also Sie haben irgendwie gar keinen Plan B. Also angenommen, und davon gehe ich felsenfest aus, um jetzt mal wieder ein Wort zu benutzen, das Sie hassen, dass wir 2030 alle Klimaziele verfehlen werden. Wenn das so ist, wenn wir 2030 alle Klimaziele verfehlen, werden Sie dann sagen, das mit der CO2-Preisung, das hat leider nicht geklappt? Oder werden Sie dann sagen, die Politik war schuld? Das überlege ich mir dann, was ich dann genau sagen werde. Aber der Punkt ist natürlich schon der, dass ich im Unterschied zu Ihnen völlig davon überzeugt bin, dass es uns gelingt. Ja, aber völlig überzeugt zu sein. Das Schöne bei diesen Worten ist ja, völlig überzeugt zu sein, heißt nicht, ich weiß, sondern ich versuche nur Ihre Bemerkung, es ist ganz sicher, dass wir 2030 nicht schaffen, herauszufordern und zu sagen, nee, wir schaffen das 2030. So, meine Damen und Herren, jetzt muss ich wirklich einmal eingreifen. Also, das Ende des Kapitalismus, ein Streitgespräch. Ich glaube, es wurde gestritten auf dem Podium. Nein, ich bin sogar davon überzeugt, dass gestritten wurde. Und ich möchte mich sehr herzlich bedanken, Frau Herrmann, dass Sie den weiten Weg aus dem großen Berlin nach Freiburg angetreten haben. Und ich möchte mich auch bei Ihnen, Herr Feld, bedanken, dass Sie heute hier mit Frau Herrmann diskutiert haben. Meine Damen und Herren, ich habe eben nach der Zahl der Hände zu urteilen sicherlich 20 von Ihnen nicht zu Wort kommen lassen können. Ich bitte dafür um Entschuldigung, aber es ist aus zeitlichen Gründen leider nicht wirklich möglich. Deshalb möchte ich die Veranstaltung jetzt schließen, mich bei Ihnen allen sehr herzlich bedanken.
bedanken und noch drei kurze Punkte zum Schluss sagen. Die Buchhandlung Rombach, bei der ich mich sehr herzlich bedanken möchte, hat einen Büchertisch aufgestellt. Sie finden da den Büchertisch am Ende und Sie können das Buch von Frau Herrmann heute Abend erwerben. Dann möchte ich mich sehr herzlich bei meinem Kollegen Max Bolze bedanken, der die Idee für diese Veranstaltung heute hatte und der eigentlich auch die treibende Kraft war, dass wir das auf die Beine stellen konnten. Ebenso möchte ich mich bedanken bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des FRIAS und des Colloquium Politicum, die im Hintergrund dafür gesorgt haben, dass das alles funktioniert hat. Und schließlich noch der Hinweis, wir haben die Veranstaltung heute Abend aufgezeichnet. Für Sie ist das wahrscheinlich jetzt nicht so wichtig, aber die anderen 600, 700, und das ist nicht übertrieben, die draußen vor den Toren, vor den verschlossenen Türen stehen mussten, hatten natürlich nicht die Gelegenheit. Wenn Sie also Kolleginnen, Freundinnen, Freunde haben, die heute Abend nicht hier waren, sagen Sie, auf der Mediathek des FRIAS wird es in vielleicht 7 bis 10 Tagen den Mitschnitt der heutigen Veranstaltung geben. Und ich entschuldige mich sehr dafür, dass wir also nicht allen Personen Zutritt gewähren konnten, aber aus Brandschutzgründen 300 Personen. Sie sind also die Glücklichen heute Abend, die teilnehmen konnten. In diesem Sinne also noch einmal vielen Dank, Frau Herrmann, vielen Dank, Herr Feld, und Ihnen allen einen schönen Abend. Applaus